Meine Damen und Herren, was geht und herzlich willkommen zurück zu Moment Sachsen. Ein neues Video. Diese vier zusammen mit Robin. Ja, wir sind. Ninja back, come back. Let's go. Oh, es wurde auch mal Zeit. Ja. Holy, es wurde Zeit. ja. Robin, was ist es? Wir sind ein bisschen im Stress, weil wir ein bisschen schon spät dran sind, weil sehr stressige Woche war für uns. Das Video kommt auch deswegen ein bisschen später vielleicht. Aber wir zeigen euch leider nur kurz unser Team. Denn wir müssen leider unsere Kadervorstellung auf wann anders verschieben, da wir jetzt gerade nicht genug Zeit haben. Falls ich eine doch noch gemacht haben sollte fürs Video, dann wird sie jetzt wahrscheinlich eingeblendet. Wenn nicht, geht sie jetzt gerade direkt weiter. Kurz gesagt, was wer unseren Kader in Detail mit ein paar Erklärungen sehen möchte, kann auch gerne im Draft nochmal nachgucken. Müsste im irgendwo beim Kanal sein. Ne? Voll cool und so. Ich glaube, was eigentlich, wozu wir jetzt eigentlich kommen, ist das Team von Benny. Dann Robin, rede mal so schnell es geht über das Team von Benny und was dir dazu ein. Erstens hast du das gemacht. Zweitens, Rilla. Richtig, Rilla Boom ist scary, Rilla Boom ist gefährlich. Nicht nur Rilla Boom ist gefährlich, sondern auch leider Aura und der Rest des Kaders. Wir haben in meinen Augen ein verdammt schlechtes Matchup und haben deswegen. Ich sag mal, speziellere Dinge mitgenommen. Kann man das so sagen? Nicht noch. Es ist sehr speziell. Wir sind nicht so hart ausgerastet. Ja, aber bestimmte Mons. Und ich glaube, wir kommen einfach mal direkt zu dem, was wir mitnehmen. Nämlich zum Okay Pace. Bedeutet, Robin, ich schick den dir mal ganz schnell nochmal, damit du mitgucken kannst. Wie nett ich doch. Ich und nicht an. Das wäre komm. Blöd. Das ist an mich geschickt. Toll. Perfekt. Ich habe es auch an zwei. Wer weiß. So. Es müsste alles eigentlich da sein. Wir sind ganz oben. Wir fangen an mit Skuntank. Skuntank ist hier unser Rilla-Switch-In. Wie dumm es auch klingt. Twister Skuntank tankt tatsächlich Rilla recht gut. Und das mögen wir. Weil wir nehmen es mit und das kann Rilla auch gut anschippen. Sowieso geht es hier um Anchippen sehr viel in diesem Game, weil wir ein Cinderace haben. Robin, Graf Cinderace kommt mit Parabol U-Turn, Zen Headbutt und High Jump Kick. Und dabei natürlich wichtig, da steht es, Blaze. Wir nehmen übrigens Stench mit auf Dings, auf Grundtank, auch wenn vielleicht Aftermath besser ist, hätte ich sehr viel Lust zu flinchen. Obwohl, es kann sein, dass wir nochmal gleich auf Aftermath umwechseln, das sagen wir euch dann im Kampf. Ich frage Robin gleich nochmal, was ihm besser gefällt. Ja. So. Dann kommen wir zu zwei weiteren First Death Mons. Ja, Gemma hat er da einen Fable für. Ja, First Death ist dieses. Ich weiß auch nicht warum. So, Kofake mit Willow, Psychic, T-Spikes und Body Press. Body Press für Mid-Tank, Psychic für alles andere. Eigentlich mit den beiden Moves treffen wir alles, was wir wollen. Außer Zubiris. Easy, das heißt, wenn Zubiris mitkommt, müssen wir halt Willow drücken, Toxic Spikes und gucken, was wir tun. Das ist leider das Problem hier. Aber da ich sehr stark davon ausgehe, dass Zubiris hoffentlich nicht mitkommt, hatte ich mir gedacht, das wird schon so. Weil für Zubiris haben wir noch andere Dinge, wie, I don't know, vielleicht so ein Grundtank. Lando kommt mit. Mit einem sehr kreativen Set. Wir haben nämlich uns gedacht, Rillaboom kann uns mit diesem Set nicht one-hitten. Wir können aber, falls es Woodhammer drückt, es one-hitten oder mit einer 6% Chance auch mit Fly one-hitten. Die wollen wir eingehen. Wir wollen das Ding so hard skin anchippen mit Fly Power Herb, falls das Ding und falls sie noch nicht angechippt sind und einfach insgesamt das Ding uns nicht one-hitten kann. Deswegen überlegen wir halt, wie sieht's gut aus. Coco ist dabei. Als Special Breaker. Herzlichen Glückwunsch. Coco macht Schaden.
Poco soll auch Schaden machen mit Life Orb, Blessing Game U-Turn und Roost zum selber hochheilen. Weil wir brauchen Roost zum selber hochheilen. Denn Robin? Ja. Und zu guter Letzt, Mix Defense Flogges. Mit ein bisschen Spätzleff, sodass Blastoise uns nicht one-hitten kann, sodass Special Infernape uns nichts anhaben kann. Dafür kann leider uns Fist Attack im Terrain Aura ein bisschen viel antun. Dafür müssen wir aufpassen, dass wir Aura nicht unseren Electric Surge geben, so viel. Wenn, müssen wir dann halt hauptsächlich auf Lando rausgehen, aber das kriegt. Ja. Ich glaube aber sowieso, dass Aura zu 60-70% speziell mitkommen wird, weil ich glaube, der Grassnot sieht. Ja. Das war's zu uns. Robin? Wir sind uns im Kampf, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Bis gleich. Tschüss. Willkommen. Wir sind Aura Fate. Coco geht durch. Oh, heiliges Tapu Koko. Sind wir schon in der Aufnahme? Ja, sind wir. Oh Gott. Okay, nice. Oh, heiliges Tapu Koko, bitte. Warum haben sie Silvelli dabei? Tarantium auch. Hä? Also, ich will ja nicht sagen, dass das auch ein gutes Game für Ace aussieht. Silvelli sieht ziemlich gut gegen uns aus. Geht. Da ist immer noch ein Logis oder ein Lando, was beides zusammen das Ding. Die haben keine Möglichkeit, außer mit. Wenn sie Kaufwerk drücken. Die haben zwei Hazard Removals. Aber die müssen Hazard Removal drücken, um die T-Specs wegzubekommen, ne? Ja, die haben auch kein Scolipede dabei. Die haben ihr komplettes Arty nicht dabei. Die haben auch kein Infernape dabei. Wenn T-Spikes einmal legen, müssen sie Rapid Spin drücken. Sie müssen Rapid Spin drücken. Ja, oder Defog. Wo ist der Defog? Silvelli, stimmt. Genau, dafür könnte es auch dabei sein. Was willst du starten? Willst du Kofak maybe starten sogar? Spikes. Das ist deren Beat. Rilla, das könnte ein Rilla-Start sein. Rilla-Start ist halt Ace gut. Weil dann drückt er, dann weil der geht er raus. Oder weil der will nicht Ace, weil der können wir einen Safe Pyro Ball drücken. Und was ist der Pyro Ball Switch in? Oder wir können halt U-Turn drücken, aber. Ne? Mhm. Warum sollten wir. Was ist der Pyro Ball Switch in? Actually, ich glaube sogar, dass es. Das ist Levitate Bronzong übrigens, weil der Pyro Ball Switch in ist Tarantium. Welcher halt, kann ich jetzt schon sagen. Kann gut sein, ja. Tarantium machen wir halt nichts. Nichts? Darf Tarantium. Aerobar macht ihn nicht. Die haben High Jump Kick macht ihm zwar viel, aber ihr versteht, wir können halt nicht Pyroball einfach so drücken, weil dann mit der raus und du willst dort nichts in Tarantium, was auch Scar. Das ist probably deren Scarfer. Bedeutet, das ist das ist hier möglicherweise wahrscheinlich schneller als Goku leider. Weil ich halt da Fax gegeben habe, weil ich Modder spielen wollte. Sie könnten auch damit leaden. Was mit Coco Lead? Wenn da halt Tarantium kommt, kann es uns nicht one-hitten mit Head Smash. Wait. Ich glaube, warte ganz kurz. Ich habe auch Coco die HP noch drin gehabt, nicht auf Death gepackt. Sorry. Aha. Bad. Egal, komm. Wie hast du das hinbekommen? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich es draufgepackt und dann habe ich. Vielleicht hat es nicht gespeichert, weil ich reconnecten muss. Mein Gott. Okay. Passiert. Das ist bad. Egal, Tarantium kann uns trotzdem nicht one-hitten. Es wäre mit Death noch mal ein bisschen besser, aber. Wir könnten hier Coco leaden. Wir könnten hier Coco leaden, aber jetzt können halt, wenn Rilla reinkommt, können wir nicht Coco leaden. Also ist hier eigentlich Cinder am besten. I guess so. Und er kann gegen alles U-turnen. Ja. Also Ace rein. Ja, ich glaube schon. Kommt der Terrain? Es kommt der Blastoise Lead. Okay. Der ist warte kurz, Blastoise Mega. Ganz kurz, wie schnell ist Blastoise Mega plus 1? Schneller als Coco. Aber ist es anders schneller als unser Ace sein? Nein. Guck nur nach, jetzt mal voll spätzle. Full Speed. Ist das schneller als Coco Ace? Nein, das ist nicht. Also wir drücken hier aber zu 100%. Das Chip ist Chip. Ja. Okay. Aber was gehen wir jetzt? Wolft. Das ist, ganz kurz.
Wichtig ja, erstmal. Bitte. Das ist Will HP Schaden zu macht 14, ne? Das ist ja. Fistev. Das ist Fistev. Für Fistev. Das ist Fistev, okay. Heißt, muss eigentlich im Boat. Ja, das Boat. Bedeutet, was drücken sie hier? Frage kann. Okay, Safe Boat? Safe Boat? Ja, müssen sie. Sie können, sonst hätten wir 15 mindestens gemacht. Ja, ich sehe deine Kalks. Ich kann es dir ja sagen. Coco. Coco lebt eigentlich alles, ne? Nee, Coco oder Flawless. Könnten ja halt auch safe im Flawless gehen. Ich meine, warum sollten wir nicht? Wir hätten Toxic. Könnte ich auch Flipchan drücken, ne? Der hat Flipchan. I know, aber was kommt denn für. Lane, wo ist der Fonsong? Fonsong, cool. Ich überleg gerade. Wenn der Flipturn geht, weiß ich gar nicht, was wir tun. Perfekt, wenn der halt jetzt Dark Pulse drückt, dann kann der weg halt. Ich will auch nicht in Kofek reingehen. Was? Hätte jetzt in Flogges oder in. Eigentlich müssen wir in Flogges, oder? Oder in Coco war's, ne? Ich will Coco nicht chipped haben eigentlich. Eigentlich Flogges. Be honest. Oder nicht? Ja. Ist halt die Frage, ob wir dann einfach doublen, weißt du? Meinst du wieder auf Ace oder auf. Ja, wahrscheinlich. Oder auf. Können wir ja danach entscheiden. Wir können jetzt erstmal auf Flogges gehen. Ja. Die hitten, wie heißt die? Flipturn, okay. Die gehen jetzt also auf Bronzong. Ja. Die könnten auch hier auf Rilla gehen. Das wäre okay, ich guess. Wir auf Rilla jetzt? Rilla können wir ins Grundtank gehen. One-Shot ist uns Rilla jetzt? Ja, sowieso. Aber ich warte kurz. Boom. Okay, sie sehen, wir sind full für Steph. Also, nicht full für Steph, aber so ein bisschen mixed. Ja. Vielleicht können wir jetzt deren, dadurch, dass wir mixed sind, so ein bisschen verwirren, was genau wir sind. Ja. Rillaboom, Breathy Glide, wie viel Prozent sind wir? Breathy Glide one-hitted uns nicht. Die gehen jetzt. Ja, Breathy Glide one-hitted nämlich nicht. Das heißt, sie gehen hier probably am Bronzong einfach. Welcher was wäre Bronzong? Warte mal, ich muss mal Bronzong auschecken, was der so alles hat. Bronzong könnte uns hier nicht mit Gyro Boy One. Der Bronzong tötet uns hier. Ja, trotzdem nicht. Ja, klar. Wahrscheinlich jedenfalls. Wir könnten. Was ist denn ich glaube, Switchen ist hier Kofake. Kann sein, dass der hier Rocks legt, ne? Ja, bester Switchen hier ist Kofake. Oder wir gehen jetzt. Oh Gott, Lando ist. Wenn jetzt hier Dings kommen, ist halt bad für uns, wenn hier Rocks kommen. Aber ich würde ja, aber trotzdem. Ich glaube, wir traden Rocks gegen T-Spikes. Ja, safe. Übrigens, Grundtank ist hier auch sehr gut. Wir tweeten den. Also, wir tweeten den nicht, aber wir machen dem gut Schaden. Wenn der offensiv ist, dann tweeten wir ihn. Ich glaube, das Grundtank heben wir doch immer auf für Lilla, oder? Ja, klar. Aber wir gehen nicht Kaufwerk, würde ich sagen. Kaufwerk ist hier gut. Aus? Gegen Rocks, okay. T-Spikes. Ne? Was gekommen? Hat Bronzong. Switchen ist eigentlich eines ihrer drei Offensiven. Hat Bronzong irgendwas gegen uns? Er hat Hex. Hex macht aber nichts. Shadow Ball. Wir machen Bronzong Shadow Ball. Nichts, oder? Sorry, ich war kurz weg. Wir machen Bronzong Shadow Ball. Fistev Bronzong Shadow Ball. Noch keinen Damage auf dem Attack. Ne? Ja, klar. Ja. Ich will nur gucken, wie viel so ein Fistev Bronzong Shadow Ball macht. Nichts. Also wir können hier. Ne, warte, ich bin aufs Grundtank, warte. Nichts. Wir können hier zu 100% die. Wollen wir? Ja. Ich glaube, T-Spikes ist immer der Progress Move. Oh, der bleibt drin. Der Toxic. Toxic. Ist okay. Wollen wir jetzt nochmal T-Spikes drücken? Ja, wieso? Ja. Deren Severity wird halt dann Toxic. Die könnten halt Aroma Therapy dabei haben, aber wenn sie das haben, dann. Also,
alles von denen wird halt getoxt, ne? Alles. Die haben keinen Flying Tap. Die haben keine Immunity gegen T-Spikes. Ne, doch, Bronson. Und, ja, wenn der halt nicht Heatproof ist. Wenn er halt, ne? Kann ja auch sein. Dann ist der immer noch ein Steel-Type. Ja, stimmt, okay. Bei dem können wir halt, aber dadurch, dass die T-Spikes rauskommen, können wir halt alles so gut anchippen. So, der toxikt uns, wir haben jetzt einen Toxic auf die, auf alle deren Mons, welche rein switchen. Auf der jetzt. Hast du schon zurück? Ich hab T-Spikes zurück, ja. Was soll passieren? Ja. Maybe ja, so. Das heißt halt, dass jetzt alle unsere. Also, wir burnen jetzt möglicherweise nichts mehr. Ja, das Problem ist halt, probably ist es halt nicht ganz so gut für uns. Weil, vergiss nicht, da ist ein Rillaboom. Ich glaub, der Chip auf einem ist super wichtig. Na, Rillaboom, wir können nicht mehr Willow wirklich drücken. Ne, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob die Rillaboom unbedingt. Es wäre so huge, wenn die uns angreifen würden und einfach einen Fick drauf geben. Und wir dann die Fähigkeit sehen. Schuh, das wäre actually gut. Ich hätte mir sogar vielleicht sogar gewünscht, dass wir Chip bekommen hätten, anstatt Toxic. Aber, kann nicht immer das bekommen, was man möchte. Ne? Ja. Die Position ist gerade ganz okay, weil das Team. I don't know, so. Ich verstehe wirklich nicht, warum. Also ich bin ehrlich, ich verstehe das Sylvanian und ich. Also mal, wie viel haben wir eigentlich deren Tour-Talk gemacht? Aromatis kommt. Wie viel wissen die über uns? Aromatis kommt, das ist 12% Toxic. Wir können hier raus, oder? Ja, ich kenne die Spitznamen schon, deswegen. Ich kenne die Spitznamen schon. Die Spitznamen kannte ich schon. I like. Pool Party Ramos war auch gut. Und Missing Ping auch. Warte mal, was ist deren Progress Play? Aromatherapy, glaube ich. Oder sie drücken jetzt hier CM. Das ein CM-Ding ist, dann. Ist das scary. Wenn das CM Draining Kiss ist, ne, dann sind wir basically vielleicht dead. Ich glaube nicht. Ja. Was sollen wir tun, ne? Lando. I guess. Jetzt in Lando? Hm? Aber ist es Lando der Play? Machen wir mit EQ 30 bis 38. Wenn wir Chip bekommen, können wir nicht mehr Fly drücken. Also nicht mehr wirklich Fly drücken gegen Reaper. Cool. Aber ist Fly unser Play so generell? So, das Ding ist halt. Das ist ein Set, was wir dabei haben. Wir könnten auch hier einfach versuchen mit. Man kann nicht 3 T-Spikes legen, ne? Nein. Wofür auch? Keine Ahnung, für einen noch besseren Toxic, der nur durch T-Spikes möglich ist. Das ist unser. Wir können halt auch erstmal. Coco gegen unser Play. Wenn der CM kommt, dann nicht. Wie viel Schaden machen wir dem eigentlich? Coco? Genug. Auch wenn, besonders wenn der Toxic ist. Nein, ich meine mit Kofek. Kofek, wenn der First Step ist 16 bis 19. Also. Wenig. Wow. Aber wir hätten auch. Oh, mir fällt gerade auf, wir hätten auch Kofek den Speed in. Die restlichen vier in den Speed packen müssen. Der hat jetzt probably einfach. Stimmt, der hat jetzt probably ganz leicht Speed invest einfach. True. Aber. I guess. Das könnt ihr. Ich glaube, das ist CM Draining Kiss. Ich glaube, CM Draining Kiss fickt uns hier dann, aber. Oh Gott. I don't know. Kriegen wir das irgendwie tot? Ich glaube, vielleicht mit einem Parabol-Crit später. Wollen wir hier aufs Guntank gehen? Die drücken DM. Kriegen wir dann nicht den Defog raus? Wir wollen doch nicht defoggen. Ich weiß, aber. Wir könnten auch hier in Flogges gehen, aber ich weiß nicht, ob Flogges hier der Player ist. Wie viel? Sicher nicht. Warte, ich will nur kurz gucken. Gegen Flogges bräuchten sie, wenn sie nicht offensiv sind, auf plus 6 würden sie uns nicht one-hitten. Ja. Würden uns nicht one-hitten auf plus 6? Nee. Mit Moonblast zumindest. Mit Draining Kiss würden sie uns nicht mal two-hitten auf plus 6. Außer sie würden halt jetzt Spätz Attack im West spielen. Dann würden wir den halt mit Moonblast recht gut Schaden machen. Also nee, nicht sehr gut, aber 30 bis 36 trotzdem. Das ist eigentlich. Ich glaube, hier ist Flogger ist ganz gut.
Erstmal. Aber was ist, wenn die jetzt toxisch? Das ist eine gute Frage. Sind wir nicht gigafuckt? Ja, schon. Wollen wir scouten? Ich denke, Coco ist nicht bad. Coco ist nicht bad? Glaube ich zumindest. Willst du Coco gehen? Ich glaube, ich meine, wir können immer noch U-turn, so, wenn die was richtig scary machen. Und ist Coco so schlimm, wenn er getoxic ist? Nee, eigentlich nicht. Er ist halt live, aber das ist halt ein bisschen nervig, aber wir haben. Also, es ist nervig für Hillerboom, weil er uns dann immer onshot ist, aber. Ja, ich weiß, nervig, aber. Das ist halt das Schlimmste, was da passiert. So, Coco? Das ist nervig. Ja, ich glaube schon. Bitte drück toxic um nicht CM. Wish. Best, what we could get. Wish, wo ist deren Thunderbolt Switch in? Ask me. Rilla. Wollen wir hier Roost? Nee, warte. Was? Keine Ahnung, oder? Was wollen wir hier drücken? Destiny Gleam macht übrigens, Destiny Gleam macht über 50% mit dem Toxic zusammen, ne? Das heißt, wir können ja auf Gleam gehen. Sogar. Wie viel macht denn T-Bolt? Gegen Rilla. T-Bolt gegen Rilla Boom. Ne? Voice Band. Macht halt Destiny Gleam am meisten. Thunderbolt macht 33 bis 39. Das ist dann noch toxic. Aber Destiny Gleam wäre jetzt halt hier so baba. Ne? Aber ist halt die Frage. Wenn die hier Rilla hier reinwechseln. Warte, Silvelli ist deren Ground Switchen. Deren. Ja. Switchen. T-Bolt, oh mein Gott. Eben. Oder halt Rilla, aber ich glaube. Ich glaube, Destiny Gleam ist hier so ein guter Play gerade. Was ist unsere Antwort in Silvelli? Silvelli Ground. Ja, der ist getoxic, ja. Aber. Silvelli Ground. Ist der Chip auf dem wichtig? Silvelli Ground wird übrigens getoxic. Von dessen Gleam? Von dessen Gleam, ja. Mit dem wenn er getoxicked ist, ja. Bad Lead Poison, das ist ein Hit, ist es. Safe. Ey, der ist ein Wish da, ist ein Wish da. Stimmt. Der ist for life, ne? Ist nicht hier basically immer U-Turn der richtige Play, weil wir nie über 50 machen? Ja, U-Turn. Aber doch, wir machen über 50 auf Aromatis. Ne, nicht auf Aromatis, sondern auf Rilla Boom, aber. Wir können auf U-Turn gehen. Passt. Aber auch nicht viel so. Also, ich glaube, der High-Value-Play ist hier ein Toxic zu bekommen. Ja, und Momentum so. Okay, dann gehen wir auf U-Turn. Wer die kommt? Bad Lead Poison 22. Ist 22? 21 habe ich. Ja, 21, ja. Genau. 21 könnte eine Minroy von einem Offensiven sein. Könnte aber auch Full HP Invest ist. Könnte aber auch Full HP Invest Max Roy sein. Also sie sind wenn Full HP oder Non-HP. Aber kein Death. Ja. Wie viel Leben haben die gerade? Kriegen übrigens jetzt noch den Wish, ne? Ja, ich weiß. Kommt Wish oder nach oder vor Toxic? Die können doch jetzt einfach Kovac reinholen wieder. Was macht Kovac? Buddy Press? Buddy Press drücken, ja. Das wäre eine Idee zumindest. Wir und, könnten und aber. So. Oder wir gehen in Floggers, weil gegen Floggers macht er nichts. Floggers kann jetzt hier einfach. Der Defog da, aber dann Moonblasten wir und. Wir können dann wischen und dann kommen die zwei im Bonzong wieder rein. Also dann wirst du entweder kassieren die dann Damage auf Silvelli, welches sich nicht hochheilen kann. Bedeutet, wenn wir wieder T-Spikes rausbekommen sollten, wird es langsam brenzlig für den. Das ist halt. Der nimmt halt 18% Minimum nach Defog. So. Sein minimales, was er bekommt. So. Guck grad kurz. Der ist schon chipped. Und Kofak? Das ist seine erste Toxic. Sieht Kofak den sogar? Ich glaube ja. Aber wir sind halt selber poisoned, ne? Wir sind halt selber poisoned. Toxic, ja, ich weiß, aber. Nicht, weil der eine Toxic-Runde. Nein, hat er nicht.
Er hatte nicht. Aber trotzdem, maybe ist Kofak hier der Play, weil wir machen mehr Schaden als er. Heißt, auf der Runde, wo er Defog drücken muss, können wir Buddy Press drücken. Dann können wir halt wieder Toxic Spikes halt drücken. Oder halt wieder T-Spikes. Ja, oder halt. Aber das würde ich nicht predicten, weil wenn er uns dann angreift, verlieren wir. Ich würde immer Buddy Press drücken. Wir machen 30 bis 38. Auf einen Non-HP. Wie viel macht der? Weil ich weiß, dass. Also, wenn jetzt hier auf einem Attack investet, macht der uns 29 bis 32 mit einer Multi-Attack. Der könnte auch speziell mit Shadow Ball sein, das ist das Problem. Das will ich jetzt erstmal gucken. Oh, das ist hart. Wenn er speziell mit Shadow Ball ist, macht er. I don't know, aber ob sie mit Shadow Ball macht er uns auch nicht 50% weg. So, aber er würde uns duetten trotzdem mit dem Poison. Ja. Aber wir würden ihn halt trotzdem anschippen. Ja. Ja. Ja, wann sind Sachen in seiner Kill Range? Deiner Kill, in wessen Kill Range? Ja, wann killen wir den mit Sachen? 50% Leben meistens. Mit allem? Also ja. Mit Cinderace, mit Lando, mit Coco. Okay. Also wollen wir. I'm probably is Coffee Killer Play, oder? Sure. Ich Angst, aber ja, komm. Na, eigentlich hätte ich halt gedacht, Florges wieder Bronzong reinforcen und dann auf Kofak wieder gehen. Ja, aber dann kriegen wir nur eine Layer Toxic Spikes raus, oder? Ja, maybe, aber eine Layer ist keine Layer, ne? So, eine Layer ist eine Layer, meine ich, sorry. Ja. Yeah. So, es gibt dir trotzdem einfach die 13%. Das gibt dir halt trotzdem so. Die 13%. Das gibt dir trotzdem die 13% auf Rillaboom. Immer, ne? Ja. Super vieles, vor allem mit Prozenter. Ja. Das heißt 6% immer jede Runde, wegen Terrain in dem Fall. Jetzt wäre gerade Turtok gut. Ich hasse mein Leben. Ja. Jetzt wäre gerade Turtok so busted. Der kann aber halt auch jetzt einfach Parting Shot drücken, ne? Fällt mir auf. Und dann auf den Turtok gehen und dann jetzt selber. Aber der geht nicht Parting Shot. Er kann nicht Parting Shot gehen. Ja, nee, nicht jetzt, also ich meine die nächste Runde. Den Buddy Press drücken. Kann der Parting Shot drücken. Und könnte dann einfach in Blastoise rausgehen, was nicht so geil wäre für uns. Weil der hätte. Ich glaube, Kofak ist der Play. Wir gehen in Kofak. Ich bin mir fast sicher, dass der Liefer kommt. Weil der gern. Okay. Wenn uns noch einmal schaden. Also ja. Buddy Press, ne? Oder Buddy Press oder Toxic Spikes? Will er uns maybe angreifen und einfach im letzten Turn defoggen, ist die Frage. Das kann halt passieren, ne? Wird hier Buddy Press drücken. Es ist safer, wenn wir Buddy Press drücken. Ich glaube, Buddy Press ist hier ein reliable Move. Weil er keine reliable. Er drückt defog, okay. Aber unsere Rocks sind weg, ne? Und der Terrain ist weg. Wir können jetzt hier Toxic Buggies drücken. Wieder. Ist aber teuer, ne? Ja, es ist teuer, aber ist mir egal. So, jetzt kriegen die irgendwas rein. Was kriegen die rein? Wenn Rilla reinkommt, ist mir egal. Wir haben immer noch unser Lando. Was jetzt ohne Rockstar steht. Ne? Ja. Also T-Spikes. Ich bin ehrlich. T-Spikes. Sollen sie reinholen? Ist auch gut, dass der jetzt Chip hat, so. Mhm. Dann kommt. U-Turn. U-Turn ist gut. Wieso spielt er U-Turn? Er hat nicht Parting Shot. Aromatis kommt rein. Aha. Okay. Gehen wir auf Florges wieder? Wir müssen jetzt actually raus. Florges? Wir könnten einfach auf Florges gehen, oder nicht? Oder wollen wir jetzt hier einfach wieder auf Coco? Weil ich weiß nicht, Coco ist dann halt wieder so hart Chip. Aber wir können halt jetzt diese. Coco ist Chip? 77%. Ja. Ich weiß halt nicht, wenn jetzt Aromatis halt. Also, wie viel haben wir dem irgendwann Schaden gemacht? War das der Toxic? Ja. War. Fisch. Warte. Ich glaube, das war der Toxic. Oh, Fagris, die. Wann kam der Aromatis rein? Wann kam Fat Seraphine rein? Wir haben Toxic gedrückt. Die sind in Fat Seraphine gegangen.
Toxic Spikes kamen, die haben Schaden kassiert, die haben Wish gedrückt und sind dann rausgewechselt, die haben U-Turn gedrückt, ja. Ja, nee. Ja, Mann. Das war der Toxic Schaden. Kann natürlich auch greedy sein und jetzt hier auf nochmal Toxic Spikes gehen, aber ich wollen wir einfach Coco gehen. Cool, dass das zu laut geht. Einfach Coco, das sagst du? Ich glaube ja. Okay. Der Mumblast. Hier, Bell. Okay. Ach, scheiße. Ist okay. Okay. Nein. Wir können jetzt die Destiny Gleam drücken. Wir können jetzt hier Gleam drücken. Lass mal. Das ist bad, dass der hier Bell hat. Ja, sagen wir es so. Wir können jetzt hier zweimal, wir können jetzt eigentlich hier for free erstmal Gleam die ganze Zeit drücken. Wirklich. Warte mal. Weil, The Valley bekommt nicht mehr die Rocks weg. The Valley bekommt auch mit Wish nicht mehr die Rocks weg. Also wirklich, eigentlich bekommt er durch einen Toxic Layer trotzdem genug, dass wir ihn töten können. Also eigentlich deswegen Gleam hier. Wir wissen, was das für ein Aromatis ist. Langsam gehen. Und können wir auch einfach danach töten. Ja, ne? Ja. Destiny Gleam. Drück Protect. Geht uns nicht ab. Heilen sich nochmal. War trotzdem Destiny Gleam nochmal, oder? Eigentlich schon, oder? Was soll kommen? Problem. Soll kommen? Tyrantrum kann ich rein switchen. Rillaboom will nicht rein switchen. Es ist jetzt halt eine Frage. Wenn wir crazy sind, gehen wir halt auf T-Ball, so. Ich glaube, das machen wir nicht. Nee. Nature's Madness jetzt, nein. Das wolltest du nicht. Ja, ich. Glaub nicht, dass Bronzong über Coco reinwechseln will. Wenn ich ganz kurz mal Bronzong angucke, das Biss von einem Thunderbolt wird. Besonders im Terrain. Macht halt. Die macht 30, diesen Spätzef. Was glaubst du, ist der Play? U-Turn. Oh, du hast schon gedrückt. Ja, ich hab Gleam gedrückt. Come on! Warte mal, der Damage ist hart gut von dem. Das Spätzef einfach. Nee, das ist Spätzef. Das ist Spätzef. Hast du es einfach nicht gekalkt? Doch, hab ich. Natürlich hab ich gekalkt. Aber ich wollte halt einfach auch wissen, was es für ist. Wir wissen, dass Spätzdev bedeutet, wir wissen, dass es sieht halt, das sieht gut aus. Macht dann 42%? Weil es sein Mut, der hat immer noch 99. Das ist wenig. Ich dachte, damit ist weniger. Warte kurz. Ihm hat 30 gemacht. Ah, also, ja. Das ist nicht mal eine Minroll, die ist komplett Spätzdev. Jetzt die Frage. Was wollen wir? Wir wollen entweder U-Turn oder roosten. Wenn ihr gegen roost. Wenn die rauswitchen, was kommt? Rillaboom. Dann. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht roosten. Warum nicht mehr? Sind halt Wish Protect, Moonblast, Heal-Bell. Wir wissen deren Set. Das klassische Aromatis. Dagegen können wir roosten. Macht uns nicht. Haben wir? Ja. Übrigens, jetzt sind die HP. Jetzt sind die HP besser. So roosten wir, ne? Ja, lass es roosten. Und die bleiben drin. Okay. Wir U-Turn. Ja. Die könnten halt jetzt tacken, wenn sie wollen. Könnten halt das tacken, ja. Dann. Oder wollen wir Hard Switch? Damit, falls sie es tacken, wir nicht immer noch drin sind ohne Electric Terrain. Ja, aber ist es nicht auch super? Wir könnten halt jetzt einfach aufs Skuntank Switch. Boah, das ist ballsy, ne? Oder wir gehen jetzt halt. Weil, guck mal, die sind Spätstep. Oder wir könnten auch hier auf Ace gehen, to be honest. Ace. Power macht im Team. Wie viel macht Ace Aromatis? Silvelli. Also übrigens, Ace macht Aromatis
auf 60% des Spawn hätten wir es. Boy. Wie viel macht Ace Silvelli? Ja, Silvelli war full Fist-Death, ne? Ne, oder was auf Silvelli? Ne, wir hatten gesagt, Silvelli war ganz normal. Silvelli Ground. Ja. Entweder Spätz-Death oder. Wir hatten gesagt, entweder HP oder nicht. Ich kalk mal mit HP. Du könntest auch Spätz-Death HP sein. Silvelli würden wir killen auf der Range mit Ace. Vor allem nach Poison, ne? Ja. Besonders nach Poison. Weißt du, was ist deren bester Play? Obwohl, warte, nee, ja, würden wir nicht, weil er kommt jetzt den Full Heal. Ich glaube, die wollen wieder auf Silvelli gehen. Wir könnten ja hier einfach Gleam drücken, glaube ich, weiterhin. Aber nee, Gleam können wir nicht. Keinen Schaden, wir haben Spätz-Def. Ja. Hey, wir haben Spätz-Attack. Super unfortunate, by the way. Ja, der ist richtig kacke. Kaufhack? Wollen wir direkt Kaufhack gehen? Romance, das ist gerade so nervig. Das Ding muss sterben. Ganz schnell. Wir könnten halt auch einfach auf Root gehen. Wenn die halt dann jetzt auf der Valley gehen, dann können wir halt. Ah, nee. Wird hier U-Turn, Tobias. Wenn sie drin bleiben, gehen sie ja eigentlich auf. Moonblast. So, bedeutet, wir gehen auf Florges. Wir könnten sowieso auf Florges gehen. Florges kann an sich doch. Ja. Wir könnten irgendwas toxen. Weiß nicht, wollen wir erstmal U-Turn drücken? U-Turn oder das Direct Switch? Sagst du? Ich würde U-Turn, I guess. Ja, die gehen auf Silvelli. Mhm. Warte mal kurz. Ich will gerade was rechnen. Kriegen 50, kassieren 13, ne? Glaube mehr als 50 vielleicht, ich weiß nicht. Warte genau, mal kurz, die haben 20 von U-Turn kassiert, ne? Das ist, ja. Das ist, hier, das hat auf. Warte, nee, ich muss links gehen. Das ist zu 100% HP invested. Das heißt, es hat keinen Attack invested, sondern Speed probably. Oder halt Attack. Mhm. Was okay ist, das heißt, wir wissen, es ist links. Das heißt, Ace würde es nicht one-hitten. Dog ist. Wie viel HP hat es? Ist Aromatee. Ach stimmt, das ist ja, wir müssen potenziell sein. 101. Ach, das gibt ihm mehr Leben. Aber die Hälfte ist. Die Hälfte ist. Das gibt ihm 203. Der ist gerade auf wie viel Prozent? 33. Es gibt ihm ein bisschen mehr. Nicht viel. 33, ich habe gesagt 203, ne? Und der ist Full HP. Wahrscheinlich. Der ist auf 94% wieder. Der geht auf 94, ja. Der geht auf 94 minus 13 ist auf 81%. Wir machen gerade keinen Progress. Ja. Wie machen wir Progress? Was anderes tun als jetzt auf Kaufhack gehen. Alles klar, was tun wir? Jetzt hier in Lando gehen. Jetzt hier die. Dann müssen sie. Stop, Ace is bad hier. So bad. Ace könnte halt. Überleg gerade halt hier jetzt einfach wirklich in Lando zu gehen. Weil. Der ist jetzt auf 40, ne? Wir drücken mit Lando EQ. Ne? Beispielsweise. Wir drücken mit Lando nochmal EQ. Der ist tot. Dann dazu. Aromatis wird auch von EQ jetzt, glaube ich, auf der Prozentzahl getuschottet. Ja, wird es. Wird es. EQ tuschottet Aromatis auch. Und Bronzong ist halt das Ding. Die werden wieder in Bronzong gehen. Gegen Bronzong müssen wir halt einfach U-Turn. Das heißt, wir drücken eigentlich EQ, drücken dann U-Turn, wenn Bronzong reinkommt. Klingt das nach dem Plan? Ich glaube ja. Erstmal Death Drop auch, ne? Tech Drop. Du hast falsch gerechnet, Jonah.
Ich hab 74, 81, 74. Oh, das ist sogar noch besser. Egal, wir hätten trotzdem nicht gehen können. 84. 85, okay. Der vielleicht weniger HP als du anticipated hast. Vielleicht hat er doch Death Invest. Es kann auch sein, dass er Full Death ist. Full Death, aber dann ohne Invest. Also irgendwie weirde Sachen auf jeden Fall. Warte. Er ist jedenfalls HP. Ich glaube, Aromatis hat nicht so viel HP irgendwie. Keine Ahnung, was. Ikyo auf jeden Fall. Ich glaube, Ikyo ist gut. Okay. Der ist auf jeden Fall schneller als wir, oder? Ist er. Ja. Aber wir wissen noch nicht. Wir haben halt wissen, dass er halt eigentlich keine offensiven Invests haben sollte. Bedeutet, auch ein Ice Beam sollte uns hier nicht killen. Korrekt? Mhm. Ich glaube ja. I hope so. Ich glaube, ein Ice Beam dürfte uns hier nicht. Okay, wir haben im Teambuilding gefailt. Bisschen, ja. Wir könnten aber halt jetzt hier ein Offensives sein, dann würden wir die One-Hitten übrig. Das ist genau das, was ich meinte. Wir haben uns zu sehr auf deren Offensive geprüft und nicht auf deren Defensive. Wir hatten auch ein bisschen wenig Zeit. Ich würde hier einfach EQ drücken. Johannes, können wir? Ja. Er wechselt raus, Bronzong. Er ist hier. Gut, dann. Wir können ja rocken. Wir könnten rocken, ja. Wollen wir? Weiß ich nicht. Was macht der? Boxsektor uns. Der Toxic oder Rocked. Wollen wir hier jetzt in Ace einfach U-Turn? Probably, oder? Jo. Ich. Seh das. Ja. 13, das ist wenig. Oh, das ist Rocky Emmett. Okay, Ace trotzdem, oder? Ja. Aber erstmal kalten. Bad. Darfst du nicht sofort gehen? Cinderace gegen Bronzong. 4% sind die gerade? 87. 85. Wie viel Schaden haben wir gerade mit dem Mute? 13. 13? Full Death invested. Was heißt es denn? Ich glaube, es ist eine Rock. Mhm. 13, irgendwas oder 13 einfach? Wir sehen das nicht. Ja, wir haben die härteste Minro der Welt bekommen. Oh, geil! Wir haben schon wieder richtig viel Glück in diesem Match. Richtig viel Glück schon wieder. Wie viel Leben hat das genau? Kann ich nicht sehen, was? Ach, Prozentzahl. 25%. 87. 25% Chance zu gehen. Bin ich eh raus. Ich glaube. Drücken wir trotzdem Pyro Ball. Ich glaube. Wie viel machen wir Turtok und Pyro Ball? Ich glaube, der geht dann wenn. Der kann ja nicht drin bleiben. Der geht ja wahrscheinlich trotzdem Terrain. Pyroball machen wir 25 bis 30. High Jump machen wir halt mehr. High Jump können wir sogar Best Toys to hitten. Mit bei Max Rolls. Nee, bei mit höheren Rolls. So, wie viel machen wir Bronzong mit High Jump? Können wir predicten? Machen Bronzong mit Die können ja nicht wissen. Das ist halt Rocket Helm. Das ist halt Rocky Helmet Chip. Ja, schau. Ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde eigentlich die auch U-Turn. Die können ja nicht wissen, dass wir Scarf sind. Ja, okay, so. Wir drücken U-Turn. Die wissen das? Oder warte, können die wissen, dass wir Scarf sind? Warte mal kurz. Wie sollen die wissen? Haben schon einmal U-Turn gedrückt, oder? Nein. Doch einmal haben wir U-Turn gedrückt. So, Ace. Das war erste Runde, weil wir damit geleadet haben. Ja? Das heißt, die kennen unser Damage, oder?
Ja, sie kennen unseren Damage, das heißt, sie wissen, wir sind Adamant. Oder sie wissen entweder, wir sind Adamant oder ich glaube, sie könnten sogar denken, dass wir irgendwie beendet oder so Life Ops, nicht Life Ops, sondern vielleicht hier Muscle Band sind. Also sie wissen nicht, ob wir Scarf oder Muscle Band. Adamant. Wir könnten auch Expert Belt sein. Ja, nee, können auf Blastoise macht nicht mehr. Auf Blastoise machen nicht mehr Schaden. Mit Expert Belt. Wir würden ja Bonus. Wir haben nicht die Expert Belt. Den nicht effektiv an. Oh. Ich würde hier U-Turn drücken, du hast recht. Okay. Aber ja. Ich glaube, die waren es nicht. Ja, ist jetzt. Ja. Poisoned. 16%. 16. Oh. Probably, ne? Wenn das 50-50 gewesen. Ja. Warte mal. Ganz kurz. Ja, wir müssen. Nee, warte, wir gehen jetzt safe auf Coco. Okay. Wer ist das? Dessen Game ist doch auch ein Play. Ja, aber damit würden wir. Das wäre eine 50-50. Das Problem ist halt. Ich will dir kurz was erklären. Da ist noch so ein Cervelli, was gepoisoned, also gepoisoned ist. Ne? Das Cervelli verliert mit jedem Turn mit dem normalen Poison. Wie viel pro Leben? Ein. Ich glaube, ein 16. Nee, wie war's? Ein Achtel, glaube ich, ne? Ja, ein Achtel. Bedeutet 13%. Ne? Mhm. Leute, dieses Cervelli ist auf wie viel Leben? Auf 74. 74%. Also effektiv auf 61%. 61 bis 62%. Ne? Unser Coco macht auf Cervelli Ground. Mit Full HP, sage ich mal. Mhm. Nicht genug Schaden leider mit Deathling D. Sag ich doch. Gehen wir auf Coco wirklich oder wollen wir vielleicht hier auf Borges gehen oder irgendwas? Bringt es das weiter? Nee, eigentlich nicht. Wir gehen auf Coco und gehen die 50-50 ein. Also Deathling Gleam? Also Deathling Gleam? Geh erstmal auf Coco. Wenn die uns gehen. So. Guck einfach nur. Destroy ist mega. Können uns gehen, ja, safe. Natürlich auch, warte mal kurz. Oh. Wenn wir Destiny Gleam drücken, können wir nach einem Poison trotzdem die gehen. Ja, 58 mal. Destiny Gleam. Warte, also sagen wir. Destiny Gleam with Poison kills. Die killen uns aber. Ja, also Destiny Gleam with Poison can't kill. Dann wäre wenigstens das Blastoise schon mal weg. Und eine Option weniger für Hazard Removal. Genau. Deswegen, ich würde hier Gleam drücken, falls ich hier jetzt auch Rapid Spin drücken. Warte. Ganz sicher. Ich vertraue dir. Es ist absolut eine 50-50. Wenn sie hier Spin drücken, was passiert dann? Wenn sie Spin drücken, dann haben wir gewonnen. Ich glaube, Spin ist nicht deren Play. Ja. Das heißt, ich würde wissen die eigentlich, was für Moves wir haben? Die wissen noch nicht T-Bolt, aber die wissen T-Bolt. Ich vertraue dir. Sure. Ja. Yeah. Wenn du Destiny Gleam drücken willst, drück Destiny Gleam. Nice! Bam, Junge! Wir drücken Destiny Gleam. Wir drücken Gleam. Weiter. Ne? Drücken Gleam. Darf ich Gleam drücken? 100%. Ganz kurz. Das Ding soll nicht Defog drücken dürfen. Ja. Yeah. Ist fein. Da warte. I don't know, so, ne?
Ich will halt schon eigentlich nicht, dass der jetzt irgendwie drin bleiben darf. Also die, eigentlich Gleam. Oder nicht? Es kommt halt Tiss wieder rein, glaube ich, oder? Was kommt rein? Es kommt Tiss. Amoromatis rein. Wir kriegen Tiss, oder? Wir two-shotten Tiss mit Deathwing gegen T-Bolt, oder? Maybe, kann sein. Ich guck nach. Das ist halt ein Spätstef-Aromatis, ne? Das ist halt das Problem. Ja, aber Poison ist drauf. Poison ist drauf, aber der normaler nur, ne? Ja, genau. Normaler Poison. Das ist ja gut für uns, Warte kurz, ich guck. Das Matchup, Runde 1. Poco, mit Gleam Thunderbolt können wir minimal schon 60% Schaden machen mit einem. Ja, wir killen. Gleam. 100% Gleam. Vertrau mir, okay? Okay. Der Defog ist weg. Wir können vielleicht noch einen Toxic Layer legen. Es kann sein. Es ist möglich, dass gerade deren Game-Konstrukt zusammenbricht. Übrigens, wenn jetzt hier Rilla reinkommt, dann gehen wir zu 1.000.000% aufs Grundtank. Nicht Grundtank, sondern zacken das Ding und gehen dann aufs Grundtank. Sorry, aber. Es muss, weil, wenn das Grundtank angechippt ist mit Rocks, könnte es nämlich kritisch werden vom Schaden her. Das ist bad. Siehst du? Bedeutet, ich glaube, Rilla gegen ist gerade. Wir haben. Oder warte, wie viel? Die T-Spikes draußen, der eine Layer T-Spikes, Bruder. Weißt du, wie gut dieser eine Layer T-Spikes gerade ist? Ja. Weißt du, wie gut der gerade ist? Sorgt dafür, dass wir so viel machen können. Ich glaube, die gehen jetzt Aroma. Wissen sie, wir können dann U-Turn drücken. Oder warte mal, wir können roosten. Wir können wishen, Healbane, wie sie wollen. Sie können halt Healbane drücken, dann roosten wir halt. Wenn Coco wieder healthy ist, ist es halt so gut. Ja? Elfi Coco nehme ich. Ja. Aber wir haben einen Kill gemacht. Gegen Benny zusammen. Ja, Mann. Wir sacken das Ding jetzt hier, oder? Vielleicht ist es Mon ab jetzt. Vielleicht ist es Mon ab. Nein, Coco ist viel zu gut gerade. Ich glaube, Coco ist immer noch zu gut. Das heißt, es kommt hier ein Grassy Glide, seien wir ehrlich, richtig? Kommt hier ein Grassy Glide? Ja, ich glaube schon. Kommt ein Grassy Glide. Denno hat wie viel Prozent? Denno ist eh healthy, leider. Ich glaube, wir sacken hier Lando. Das heißt, wollen wir einfach jetzt hier U-Turn drücken, falls sie auf die Woodhammer gehen oder so? Nein! Was? Nein, wir sacken hier einfach Lando. Lando sacken, okay. 3, 2, 1. Oder? Ja, komm. Warte. Okay. Sorry, warte kurz. Das Ding ist minus 1 jetzt, ne? Ja. Warte, wie viel hat der Knockoff gemacht? Knockoff hat wie viel gemacht? Ganz genau. Intimidate 25, ne? 25,7. Das ist Adamant Band. Okay. Wie viel Leben haben wir? Warte, der muss hier raus switchen. Wir können hier Fly drücken for free, ne? Zu 100%. Wir können hier U-Turn drücken. Der muss Woodhammer drücken. Wir können hier U-Turn. Ne, der kann nicht Woodhammer drücken, der ist Band. Ja. Stimmt, der ist. Wait. Ein Rocks klicken. Wir können die Rocks klicken, ja. Wir können die auch U-Turn klicken. Was ist der bessere Move? Wenn Aromatis reinkommt, U-Turn, weil dann können wir einfach wieder einen Coco. Und uns hochheilen. Ja. Oder halt das Ding. Oder das Ding. Ja, genau, machen wir. U-Turn. Sofort. Oder wir gehen jetzt hier einfach ins Guntank. Warte mal, ist Guntank! Wir haben die Grassy Terrain, wir heilen uns insane! Guntank oder nicht? Ah ne, wir dürfen nicht Defog drücken, fuck. Problem gerade, fällt mir auf. Lass uns U-Turn drücken einfach und gucken, in was wir dann gehen, oder nicht. Gucken, was die machen. Hä? Ich glaube ja. Das ist der Play. Safe.
16 Turns, more like 16 years, am I right? Nein. Ja, leider. Das war noch nichts. Außerdem, so lange ist das Game nicht. Und ich finde, es gab genug Important. Also, wir haben ja basically kaum gekalkt. So, wir haben gekalkt, ja. Wir haben vielleicht maximal 10 Minuten mit Kalken aufgebracht. Die meiste Zeit haben wir über das Game diskutiert, weißt du? Okay. Tarantium. Auch der Preuß. Der Crit. Der Crit war huge. Der Crit war huge. Das ist 90% Scarf. Ja? Zu 90% Scarf. One-shotten wir den hier mit Ace? Wir One-shotten hier zu 100% mit Ace. Mit High Jump. Ja. Bitte? So? Hast du das nachgekalkten Damage gerade? Ja. 30%. 30. Irgendwas? HP Invest oder so? Ah, warte, das habe ich noch nicht gemacht. Lando. Q-Turn Crit. 30% ist ganz normal offensives mit einer Minroll sogar. Eine Minroll? Ja, wenn die irgendwie Death Invested sind, dann hätten wir zu wenig Schaden gemacht. Okay. Das heißt, wir gehen hier eigentlich in Ace. Ja. Dann würden wir zeigen, dass Ace Scarf ist. Warte, die bessere Frage ist eher Cinderace, Rillaboom, Bandit. Wir kommen dann. Scheiße. Wir kommen nach dem zweiten in Dings Range. Wir kommen nach dem zweiten. Nach zweimal Rocks kommen wir in Dings Range. Jurassic Light Range. Dann müssen wir halt aufs Grundtank gehen. Auch? Dann müssen wir halt. Auch noch Rested Terrain? Ich glaube nicht. Weil wir kriegen Rested Terrain. Ja, ich weiß. Willst du hier auf Ace gehen? Wir kriegen Rested Terrain. Ich glaube, Ace ist mit Abstand. Oder vielleicht Coco? Coco wird ein bisschen kritisch. Coco wegen Scarf nein, nicht. Coco kann langsamer sein. Ja, das ist wegen auf den Race Brücken High Jump. Okay. Halt sich erstmal ein bisschen. Wir können immer noch gehen. Ja, sowieso jetzt. Kurz. Nee, alles gut. Wir gehen nicht mit U-Turn, leider. Also, wir würden mit U-Turn gehen, aber. Drücken High Jump. 100%. Okay. Wir würden mit U-Turn gehen? Wir könnten mit U-Turn gehen nach Poison. Das ist nicht gut. Oder ist das gut? Nee. Wir drücken High Jump hier. Weil, was kommt in High Jump rein? Aromatis. Ja, okay. Und dann gehen wir halt raus. Ne? Ja, dann kriegen die ihre... Ebay, cool. Und dann wird alles wieder getoxt. Ja, das ist halt true. So. High Jump. Okay. Please. Können wir High Jump drücken? Bin mich 100% sicher, aber ich glaube ja. Sag ja oder nein, jetzt. Du entscheidest. Yikes. War der Crit meddert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der Crit meddert. Aber wir zeigen ihn, wir haben ihn gezeigt, wir sind Scarf. Wir haben ihn damit, glaube ich, gezeigt. Vielleicht. Hat er gemerkt? Übrigens, Cinderace sein erster Crit in TPA Season 4, meine Damen und Herren. Cinderace sein erster Crit in TPA Season 4, meine Damen und Herren. Das musst du reinschreiben. Ist es nicht? Ah ne, wir sind ja. Nein, nicht U-Turn. Jonna? Ja. Was kommt jetzt? Wie viel machen wir dem? Lester ist doch voll für Steph, ne? Ja. Aber wir machen dem nicht genug. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier einfach raus auf. Wir gehen nicht nach Poison? Auch nicht nach Poison, auch nicht. Wir kriegen halt jetzt den Spin. So. Kriegen wir den, wenn der Spin dabei hat. Das heißt, wir können hier eigentlich auf Ofek oder auf Floggers gehen. Halt. Ne? Wir haben Kofek noch. Wenn wir mit Floggers gehen, können wir Kofek hochwischen. Ne? Ich
bin Fan von der Idee hier, Kaffee hochzuwischen, ja. Wollen wir? Ding ist. Wir können halt auch Coco wieder hochwischen damit. Auch möglich, ja, aber ich glaube, Coco werden wir halt irgendwann entweder gar nicht hochwischen, weil der hat ja noch ein paar Runden so. Und das Ding ist halt, wir müssen jetzt auch bei der Terrain Pulse könnte jetzt kommen. Oh fuck, Terrain Pulse. Terrain Pulse. Terrain Pulse tötet unser Flogges. Oh, echt? Oh, das ist toll. Terrain Pulse ist gerade sehr gefährlich. Ich glaube, wir müssen den Endlich stacken. Sicher, dass der Tool ist? Ja. Nein. Wir haben Trizuberry. Oh. Wir haben Citrusberry. Berry, stimmt. Block ist. Warte, wie viel Prozent haben wir gerade? Ich kann ja nicht. Ich kann 82 nicht. Haben wir gerade. 82,2. Kannst du mir die genauen HP sagen? Am besten? Nein, kann ich nicht. Mach du das bitte. Ich kann doch dir 295. Ein mehr als das. So, 295. So, wir haben 295 Leben und kassieren von dem Blastoise im Grassy Terrain, Terrain Pulse. Das ist ja das, was sie spielen gerade. Oh nee, wir haben ja. Ich vergesse, wir haben ja den Spätstef im West gemacht, dank Rudi. Mhm. Wir werden auf keinen Fall getuschert. Wir gehen in Flogges. Kriegt ihr uns auf 50%? Der kriegt uns auf 150%. Aber warte mal kurz. Oh, wir kriegen ja noch Rocks. Ja, ist doch gut. Dann kriegt safe von 1050%. Nee, ganz kurz. Ja, aber. Wir haben auch noch Grassy Terrain so. Wir sind. Ja, eigentlich können wir schon auf Flogges gehen. Lass auf Flogges gehen. Okay. Ich glaube ja. Ich meine, wir können den. Bitte. Oh shit. Citrusbeere triggert zwar. Nee. Nee, ist alles gut. Jetzt könnten. Wenn die jetzt hier auf Rilla gehen, dann zacken wir hier das Ding da. Dann drücken wir Wish in Hoffnung, falls sie uns nicht one-hitten. Und warum auch immer sie das nicht tun könnten. Rilla? Die können gerade basically nicht Rilla gehen. Weil Rilla müsste nach einem Turn sofort wieder raus. So. Mhm. Rilla könnte ein Grassy Glide machen und müsste dann wieder raus. So. Das heißt, wir kriegen insane Pressure. So, wir kriegen insane Pressure. Mhm. So. Weil dann einfach Thinrace kommt und, glaube ich, ein Kill claimt. Jo. Bronzer kommt. Warte mal kurz. Kofak hochwischen. Können wir jetzt machen. Der one-hitted uns. Der kann uns nicht one-hitten. Der toxic uns halt. Jetzt der toxic uns halt. Ja, geben wir das ein. Wollen wir Protect drücken? Der kann Explosion spielen, ne? Aber kill uns Explosion hier? Ich glaube, kann. Wollen wir hier einmal Protect drücken zum Scouten? Damit wir können Protect drücken, Grassy Terrain einfach einmal ausnutzen noch. Trotzdem. Einfach Grassy Terrain einmal ausnutzen. Ja. Einfach das Grassy Terrain weg. Ich will, dass Grassy Terrain weg ist. Könnte was Scaries passieren. Der könnte auch plus 2 Death gehen. Ja, aber wenn der jetzt hier. Wenn der plus 2 Death geht, dann. Wenn der plus 2 Death geht, ne? Dann juckt es mich eigentlich nicht wirklich viel. Weil immer noch ein Coco dort stehen habe, was 70% Min mit seinem Thunderbolt macht in seinem Terrain. Also zurück. Min? Okay, das ist Protect. Ja, oder ich bin Protect hier. Ich glaube 70 Min. Jetzt zurück. Jarrowball kommt. Okay, Jarrowball kommt. Das heißt, übrigens, ganz. Was heißt das? Ich kann gegenwischen, glaube ich. Können wir da gegenwischen? Weiß welche Seite die haben Rocky Helmet gehabt, ne? Die waren voll für Staff. Ich glaube ja. F. Ich bin gegenwischen. Gegenwischen. Wir drücken Wish, oder? Ich will mir den Schaden ein. Doch, der Schaden dürfte nicht eigentlich so hoch sein, soweit ich weiß. Wollen wir nochmal seinen Damage nachhalten? Er ist full für Steph, das wissen wir von den, von dem U-Turn. Von, Lando. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, deswegen. Ja, es wird hier wishen, immer. Okay? Ja.
ziemlich sicher. Bleib drin. Okay, okay, das ist ein bisschen mehr, aber wir können gegenwischen. Siehst du? Ja. Warum? Schaden. Wir können sogar. Hey, Jerry Boy macht. Hey, nee. Warum macht das so viel Schaden? Ich verstehe es nicht. Hä? Anscheinend Attack Invest. Nee, das auch da würde es nicht genug Schaden machen. Jerry Boy ein bisschen weird im Kalk. Ne, Jerry Boy im Kalk. Kann es nicht. Oder warte mal kurz, wie viel Leben hat vielleicht das Ding? Hast du Min Speed eingestellt? Oh, wait. Min Speed, das ist eine Idee. No Speed. Also, ohne Default. Meine, alle Ivys weg. Auch da mit Attack and West. Ach, nach. Hä? Halt nicht. Wie viel Attack and West brauchen, damit das so viel Schaden macht? Action. Band? Bin verwirrt, egal. Wollen wir hier auf wollen wir Protect hier drücken oder wollen wir auf Kofag? Wird der hier von Kofag? Vielleicht hat der, macht der Kalk einfach nur weirde Sachen. Weiß es nicht. Warte kurz. Wie valuable ist Tiss? Super valuable, actually. Wollen wir protecten? Ich glaube schon. Wenn ihr Store ein bisschen, oder? Wir können ja PP Store nicht sehen. Ja, aber wir können jetzt hier auch raus auf Kofag, glaub. Ich weiß nicht, wie viel der Gyro Ball auf Kofag macht. Kofag ist halt langsamer als Dings, ne, Vlog ist. Ja, stimmt. Gyro Ball sollte echt wenig machen. Das ist true. Okay. Wir könnten ihn burnen, wenn wir wollten. Ja, genau. Deswegen können wir T-Spikes legen. Lass auf Kofag gehen. Ganz sicher, warte. Na komm. Maus ist ein wirklich gutes Mann noch, ne? Welche war jetzt, aber. Die haben uns jetzt einmal. Gyro Ball. Das machen sie nicht wieder, nein. Würde schätzen, dass sie uns jetzt toxiken, wenn sie nicht blöd sind? Ja. Aber wir können protecten deswegen. Aber deswegen können wir eigentlich. Wir können in jedem Fall auf Kofag gehen. Ich bin nicht ganz comfortable damit. Weil One-Shot und Best haben uns jetzt nicht gerade. Also, weißt du, ich meine? Log ist jetzt. Das ist halt. Mit Terrain. Ist halt unser mit Terrain, ja, okay, wegen Terrain Pulse mein. Dann das protecten. Lass einmal tacken, okay? Ja. Wir haben nicht entschieden. Nimm nochmal zurück. Das können wir jetzt. Ja, ja, mach das. Wir heilen uns halt jetzt, warte, wir haben 44 kassiert, wir gehen jetzt auf ungefähr 90 Leben. Ne? Gegen 50, wir gehen auf 83. Auf 83. Ja. Oder? Wir gehen auf 83. Wir waren vorher. Ja, 93 bist du drin. 93, sorry. 93 ist hard healthy. Und wenn wir da nochmal wischen, würden wir in Terrain Pulse nicht rein switchen können, weil da immer noch Rocks sind. Wir können, sobald ein Gyro Ball auf uns trifft, nicht in Terrain Pulse rein. Das heißt, wir müssen, ja, eigentlich jetzt klar, müssen jetzt eigentlich also protect und dann wechseln, ohne zu wischen, leider. Wir könnten halt gucken. Wir können doch auch. Ja. In Ace gehen, oder? Warte mal, wie viel? Bessere Frage, die ich hatte. Ach, hä? Lendo könnten wir auch. Dann helfen. Oder auch, ja. Oder Ace wäre auch witzig. Ich glaube, Protect ist hier der beste Play. Ich hab Angst, dass das Full Shot noch zum Problem wird. Ja. Bleiben drin. Kofag! Die haben kein Shadow Ball für Kofag. Okay. Und wir wissen jetzt deren Set. Shadow Ball? Wieso machen die so viel Damage und haben dann noch Shadow Ball? Cinderace, warte übrigens, ich will wegen Gyro Ball Cinderace gucken, weil das ist halt Heat, sag ich mal. Ja, aber ist auch resistant. Wish trotzdem jetzt nochmal drücken. Possible, ja. Ich brauche nicht.
Robin, guck. How much speed did you run on Cinderace? Ich habe die Wahrheit gesagt, Robin. Guck mal in den Chat. Ja. You know all sets. Ja, wir haben halt so eine gute Position gerade, ne? Müssen jetzt... nimmst du einfach eigentlich den Chat auf? Man sieht den Chat, ja. Man sieht alles schön groß. Or Benny. Oder schreib All Benny. Scary Force. So. Okay. Wish oder rauswechseln? Robin. Wishing könnte dazu führen, dass wir irgendwas krass Hilfe bekommen. Wie viel macht der auf Kaufwerk? Weiß ich ja nicht. Also, der hat ja einfach. Der hat weirdes Dings. Ich habe keine Ahnung. Im Kalk. Ich reload mal kurz den Kalk. Was manchmal hilft, dass wenn man einfach den Kalk reloadet, weil irgendwas falsch eingetragen wurde. Geh jetzt mal auf, nochmal auf Brawl Jazz gegen ein Bronzong. Vielleicht auch Attack Invested mit Gyro Ball. Das macht auf einmal viel Schaden. Bitte was? Warum? Auf einmal. Die haben irgendwie Attack Invest, definitiv. Irgendwie weird. Sind aber, glaube ich, nicht Adamant. Ich glaube, die haben Attack Invest Impel. Nee, auch nicht. Die müssten Adamant sein, Rob. Oder nee, warte. Adamant? Nee, warte. Wo ist Relaxed? Nicht Relaxed, gehst du nochmal. Speed Minus und Attack Plus. Oder Death Plus. Nee, doch, Relaxed, genau sowas. Das war's. Relaxed könnten die sein mit Minus EV aus. Dann, auf Death. Warte. Und jetzt der Damage hin? I have it. Kaufwerk kriegt 6-7%. Und von dem Shadow Ball, warte. Der Shadow Ball macht halt mit Rocks und Poison maybe genug Schaden, deswegen. Aber wie viel, die Frage ist jetzt eher, die ich mir stelle. Die können Ace nicht one-hitten. Die können Ace nichts anhaben mit allen Moves. Also Ace ist jetzt... Wie machen die denn? Wir könnten Wish Ace gehen. Wirklich. Wie machen die denn? Uns jetzt? Ace. Ace machen die... Sollten die, wenn jetzt die Kalk stimmen, 29 bis 34 plus 25, die machen uns 50% Leben weg, die wir dann mit hochwischen. Problem ist, wir wischen doch viel mehr als 50 Leben hoch, oder? Ja, die könnte sein, dass wir full life sind. Ich glaube, Wish ist der Player. Ist irgendwie Toxic Fan, das ist glaube ich fein. Ja, das ist super fein. Okay. Wissen nicht. Wissen wir so. Auch Kaufwerk gehen sollen, aber Guess ist fein. Wollen wir auf Kaufwerk oder auf Ace? Oder auf Coco? Überlebt Coco einen, überlebt Coco einen Shadow Ball, na, und Rocks? Kriegt 12,5%, ne? Also, ich bin ehrlich. Wenn sie hier Gyro Ball drücken. Stirbt Coco, wenn sie Shadow Ball drücken, dann könnte Coco leben. Aber wir können ja auch einfach auf Kaufhack gehen. Wenn es halt stirbt, dann gehen wir halt auf Coco und drücken halt Thunderbolt. Aber können, ne? Wir einfach auf Ace gehen? Wir können auch auf Ace gehen. Wollen wir auf Ace gehen? Wie viel macht Ace Blastoise? Generates Blastoise. Das Ding hat halt langsam harte Probleme, weil es halt nochmal
wenn es reinkommt, toxic wird, ne? Also ich glaube, Blastoise Mega mit Cinderace, der lebt keine zwei Powerbots mehr. Der lebt keine zwei Powerbots mehr. Richtig, richtig. Der lebt keine, also wir können ja, glaube ich, jetzt hier auf Ace gehen und vielleicht das Game sogar gewinnen. Und, wie viel kann Bronzong einen Powerbolt geben? Bronzong kann einen Powerbolt. Das ist bad. Das ist, oh, ich habe das Set gefunden hier. Warte mal, Pyro Ball macht ihm, er kann halt. Wie viel Leben hat er jetzt gerade? Ja, das ist eine 25% ja. Chance. Oh, für uns oder für die? Für, warte. Wie viel macht das? Für uns ist 20% Chance. Das ist super bad, ne? Ja. Ganz witzig. Ist sogar eine Möglichkeit. Nee, aber wenn wir nicht trotzdem auf Ace raus, aber wir kriegen halt 25% und wir kriegen, das Problem ist, Rilla würde uns killen. Nach einmal Rocky Emmett. Weiß halt nicht, wie es. Obwohl, wir können halt gegen Rilla immer ins Grundtank. Der ist immer noch getoxiked. Grundtank sieht auch so gut aus gerade. Ja, ich weiß. Wollen wir hier entweder, also Oko, Kofek oder Ace? Coco sage ich, falls wir witzig sein wollen. Ich glaube, Coco ist keine Option hier. Würde Ace oder Kofek sagen. Mhm. Wir müssen halt den Gamble eingehen. Eigentlich ist hier Shadow Ball immer der Play. Wie viel macht Shadow Ball eigentlich? In the Race. Und Song. Shadow Ball anstatt Body Press. Shadow Ball macht 19 bis 22. Zumindest 22, das ist ja nichts. Das heißt, wir könnten den burnen. Ja, maybe. Nee, nicht auf Kofek, auf Ace. Kofek macht es, macht Shadow Ball 28 bis 33. Das ist halt jetzt. Also, das ist doch fein. Nee, eben nicht. Oder? Toxic triggert 4 Wish. 12% Rocks, 33% und dann Toxic sind wir tot immer. Oder warte, was? Muss mal kurz gucken. Pokémon Wish or Toxic oder Poison. What's the Poison? Ja. Let's. Okay, Poison takes the effect before Wish. Nee, warte. Weather, Leech Seed, Poison and Burn will take the effect. Poison and Burn comes first, then Weather, then Leech Seed. Okay. Ja, wir würden sterben. Also eigentlich Ace. Oder halt, wenn die Shadow Ball halt drücken, dann ist halt Coco eigentlich am besten sogar. Will ich nur anmerken. Also es ist ein 50-50 gerade. Ja. Warte mal. Coco oder Ace? Wir können nicht hin. Hm? Wir können leider nicht in Dings. Oder warte mal, wie viel kassiert Coco von Dings? Sagen wir es so, wir kriegen 12%. Wir sind auf Coco gerade auf wie viel Leben? 108. Oh. Auf 108. Das mit Rocks. Kann man irgendwie einstellen, dass. Kann man irgendwie ein Switching Out? Kann man irgendwie Switching In einstellen irgendwo? Ja. Okay. Das hat eine 31% Chance, uns zu killen mit Shadow Ball. Also Coco. Willst du es eingehen? Ja, ich nicht. So, Ace? Dann ist Ace unsere Option. Was passiert mit Ace? Der kriegt ein bisschen Schaden. Und, dann wird er wieder, also der kriegt jetzt ungefähr 40 Schaden und wird dann. Jaraboy macht weniger als Dings eigentlich, glaube ich. Ja? Jaraboy macht. Oh doch, Jaraboy macht mehr als Jaraboy. Jaraboy macht bis zu 34%. Ist trotzdem, glaube ich, richtig.
Wir sind super healthy, wir sind super healthy. Cinderace? Pyroball. Ist Pyroball ein Contact-Move? Ja. Ja. Oder? Warte. Ich google. Ich glaube vielleicht nicht sogar. Pyroball. Feuerball. Attacke stellt keinen Kontakt her. Ja. Okay, wir gehen in Ace. Nice one, man. Shadow Ball, kommt. Shadow Ball! Shadow Ball! Oh! Pyro Ball. Richtig? Haben wir Pyro Ball? Robin? Die haben keinen Switch, oder? Nee, haben sie nicht. Und Bronzong macht uns. Nicht mal, vielleicht... die kann, das kann uns nicht töten. Ja. Also Pyro Ball. Okay, bereit? Ja. Die haben noch nichts gedrückt, wir warten. Und der Romatis wird auch getuschert, oder? Ja. Das Ding ist halt, ich glaube, wir gewinnen ja eigentlich gerade ziemlich safe. Ganz ehrlich. Ja, maybe. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich over. Ja, die Frage ist nur, wie viel wir gewinnen. Darum versuchen wir auf ein gutes Ergebnis zu gehen. Ja. Das Ding ist halt, dass Skuntek voll ist, disabled halt Rilla vom Gewinn. Ja, ja. Weil auch wenn der hochgewischt wird, der Toxic, der ist poisoned. Hey, poison, ne? Poison. Und der wird immer wieder poisoned werden. Eigentlich ja. Zu 90%. So. Ich glaube, wir spielen, wir haben, also bisher, bis jetzt, ein extrem starkes Match gespielt. Ein extrem starkes Match. Fand ich auch. Teambuilding fand ich nicht optimal. Also, ja, vielleicht nicht, aber es hat gereicht, sagen wir es so leider. Also ich glaube, das ist, war genau wie ich gesagt habe, oder? Silvelli war tot und wir hatten plötzlich übel viel Progress. Ja, also das heißt, wir haben diesen eine Predict auf Coco war halt von uns richtig gut. Weil wir sind. Genau. Weil entweder wäre Blastoise ja hier gestorben oder halt Silvelli. Und wäre halt Silvelli dann halt reingekommen. Ich glaube, Silvelli war besser. Weil das Ding war, wir hatten halt wenig gegen dieses Silvelli Aromatis kommen. Ja, ja, genau. Das hat uns übel Probleme gemacht. So. Und sobald wir das gebreakt hatten, kam dann halt Coco und hat Work gemacht. So. Yes. Und Ace hat Work gemacht. So. Sogar Lando hat Work gemacht. Und Lando war echt. Mit Lando müssen wir noch besser umgehen. Der war halt diesen Spieltag kacke. Aber der hat trotzdem. Hätte er gerne noch Band spielen sollen. Ja, aber der hat trotzdem Work gemacht, ne? Ja, er hat trotzdem Work gemacht. Es lag auch einfach daran, dass die einfach Knock-Off gegangen sind, was ich nicht verstehe. Still. Das ist halt die beste Situation. Also das war halt. Ich bin immer noch traurig, dass unser Kofak-Plan nicht auf. Wir sollten nicht so viel haten. Hey, unser Kofak-Plan ist hart aufgegangen. Nee, aber, die T-Spikes waren ja mal Gold. Mit Scolipede fand ich das immer noch super cool. Ja, ja. Dass wir die reinbaiten und einfach one-shotten, das war schon sehr cool. So two-shotten. Two-Shot nur? Ja, also wir hätten. Oh, ich dachte, wir one-shotten die. Nee, dafür hätten wir X spielen müssen. Oder Invest halt einfach. Ich glaub nicht, dass das so gut wäre. Ich meine, deren Fonts sind jetzt hier recht physisch speziell mixed, sag ich mal. Ne? Ja, leider. Aber wir haben halt. Flawless kommt halt gegen die physischen Mons nicht klar und gegen Blastoise nicht und. Aromatis kann es nicht breaken, also Flawless ist jetzt so, du wischst Leute bitte hoch, aber stirbst einfach bitte nicht so schnell. Alter, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich aus dem Team, wie ich einen Kader gebildet habe, der deinem Spielstil suited, aber ich hab's hinbekommen. Ich bin ehrlich, für die es gerade interessiert, wir haben das Teambuilding bis heute leider aufschieben müssen, weil Robin wenig Zeit hatte. Und ich war einfach nach einer Stunde, ich hatte 2 Stunden Zeit. Nein, eine Stunde lang habe ich verzweifelt. Die andere Stunde habe ich einfach. Ja. Jo.
Wir können killen. Bist du denn Kacke? Nee, warte kurz. Hallo? Das war eine Minroll. Bist du denn scheiße, Jonna? Warte mal kurz. Nein, ich nicht Kacke. Jetzt wissen wir, warum nicht Kacke. Warum? Warte. Warum war das so wenig Damage? Vorhin war es mehr. Okay, das ergibt keinen Sinn. Wir haben übrigens einen Max-Roll bekommen. Max-Roll? Ja. Ich glaube schon. Schaden gemacht. Mehr? Vorhin war es mehr. Egal. Das war Damage. Also, wir mussten halt einfach. Wir haben jetzt einfach Damage rausbekommen und jetzt können wir halt einfach rauswechseln. Was soll das Ding machen jetzt? Wir können jetzt einfach einen Kopf. Noch hochgewischt werden, dass den Kanten. Jetzt spinnen. Vielleicht. Ist eine kleine 50-50. Wenn die spinnen. Wenn sie Waterpulse drücken, töten sie uns. Aber sind dann auch tot. Ja, klar. Aber Ace ist zu gut hier, oder? Ja, Ace ist zu gut hier. Ich würde tatsächlich die Roll so eingehen, dass ich sage. Wissen wir, wie wir die Roll eingehen? Oh, wenn, was? Wenn die hier. Rapid Spin. Dann, lebt. Was machen wir nach dem Kokosack, wenn es nicht funktioniert? Oder wir machen halt einen Landosack jetzt. Das Ding ist, was machen wir, wenn der Kokosack nicht funktioniert? Wait, mir fällt gerade was auf. Kein High Jump drücken? Wir können. Warte kurz. Warum geben wir nicht einfach einen Kofak? Lebt. Also Kofak lebt nicht, also Rox lebt dann leider nicht. Ein Waterpulse, aber die können nicht Rapid Spin. Bedeutet, wenn sie hier spinnen, ist der gelockt. Und wenn nicht, ist Kofak leider dead. Aber wir haben noch die Spikes und der würde. Wir könnten dann halt, wenn Kofak weg ist, einfach in Coco gehen. Dann kann er nicht mehr reinkommen, so. Ja. Der stirbt jetzt halt von allem. Ja, genau. Wenn er reinkommt. Also gehen wir in. Kofak, um Spin blocken. Richtig? Ich glaube ja, oder? Ja. Ja, ich glaube, okay. Das könnten wir sogar überleben. Waterpulse. Okay. Das heißt, wir gehen hier in Ace. Gehen wir in Ace oder gehen wir in Coco? Warte, die Frage, die ich jetzt mir stelle, wir könnten ja auch in Coco gehen, Tobi. Hat Kate in Coco U-Turn? Coco, Blastoise, Mega, Utah, It's here. Könnte killen. Scheiße. Könnte? Ja, das ist wohl Fiste. Also Coco, T-Bolt, Clamp. 50% Chance. Was? 50-50, ob wir es killen mit Utah. T-Bolt claimt. Nee, Ace ist besser hier. Nein, warte mal ganz kurz. Besser. T-Bolt ist hier. Aber T-Bolt Switch ins. Es gibt kein Switch in Ace gerade. Ace ja, ist ein doch. Kill. Nee, ganz kurz. Ganz kurz. Cool. Sicher, dass Ace hier ein Kill. Ace ist hier ein Kill. Probably, ja. Dann kann man in wenn Rillaboom reinkommt, müssen. Genau, alles gut. Alles gut. Das ist das Problem. Ja, wir haben Skuntank. Ich hab vergessen, wir haben Skuntank noch. Ja. Und das heißt, wir gehen jetzt hier in Cinderace. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, nichts hält uns davon ab. Also wir drücken jetzt Pyro Ball. Außer einen Wiss. Oder warte. Kann Pyro Ball hier killen? Pyro Ball auf Last Toys Mega. Gibt's da irgendwie Wiki Special Attacker? Klar, killt das. Wir gehen davon aus, wir sind auf 13,9%. Parable killed, ja. Okay. Dann, wenn wir es nicht müssen. Let's go! Bam, Junge! Ja, Mann. Bronson kommt, wir drücken Parable. Müssen. Okay, Parable.
Ja, warum nicht? Okay, es lebt. Parabol kommt. Wir drücken hier Parabol und hoffen, dass wir treffen. Oder wechseln wir raus? Ich glaube... Geht uns Parabol überhaupt? Ja, wie viel haben wir gerade bekommen? Wir haben gerade 34,3 bekommen. Schatz, ich glaube, das killt. Das war eine Minroll. Aber es kann auch nicht killen. Ja, Leben hat Aromatis gerade. Das kriegt ein Toxic. Das kriegt 13%, wenn es reinweg. Aber nee, warte, es kriegt es nicht. Wenn es normal reinwechselt, kriegt es nicht bei den Toxic. Also es kriegt den Toxic, aber es kriegt den Toxic-Schaden nicht. Ja, ja. Kriegt den Schaden nicht. Wir machen, genau. Warte kurz, Ich glaube, Parabol ist wieder Play. Aromatis, ich will nur kurz gucken. Bedstaff Aromatis. Kriegt wie viel? Und kann killen. Also wir können jetzt hier Parabol übrigens. Naja, ich glaube auch. Mhm. Das ist Mist. Schade. Das ist... okay, Parabol! Ace kann nicht mehr reinkommen. Yay. Aber Ace will ja... Also, jetzt claimt halt Rilla einen Kill. Ja, wenn Rilla halt... Nee, ganz kurz. Wenn Rilla tot ist, können wir halt die folgen und dann passt. Aber Parabol, okay? Ja. Rilla kann jetzt hier reinkommen, dann gehen wir aufs Grundtank. Dann passt das. Grundtank dürfte eigentlich gewinnen. Gehen wir aufs Grundtank. 300%, richtig? Richtig. Sicher, dass wir nicht sacken? Nee. Weil, ich habe keine Ahnung sonst, was, Aromatis wirklich bricht. Okay. Drücken Grassy Glide. Das heißt, wir sind jetzt Bandit Grassy Glide gelockt. Und wir können jetzt hier for free einfach Sludge Bomb drücken. Oder warte mal, was macht sogar mehr Schaden? Sludge Bomb oder Foreplay? Ich glaube, Sludge Bomb ist ja besser, weil das Aromatis besser hittet, oder? Ja, schon, aber ich will trotzdem einfach nur gucken. Nur, ich möchte es gerne mal sehen. Also, Foreplay macht leicht weniger Schaden. Wir machen hier einfach Sludge Bomb. Okay? Hm? Sludge Bomb. Ja. Gehen auf Aromatis raus. Poisoned. Eingepoisoned. Bam. Aromatis ist tot. Oder? Ja, es hat auch Leftovers. Deswegen. Oh, es hat Leftovers. Warte, kann. Das ist ein Spätzle für Aromatis, ne? Mhm. Sludge Bomb killt hier, glaube ich, dadurch. Du drückst doch trotzdem Sludge Bomb. Ah, machen wir das. Oder wie viel macht der mit Moonblast? Warte kurz, ich will. Blast macht 37 bis 44, leider. Ich glaube, wir wollen hier raus. Das geht doch trotzdem, oder? Wir können Moonblast tanken und trotzdem noch Rilla checken, oder? Wir wollen hier raus, glaube ich. Warum? Wir killen halt hier nicht. Ja, aber wir killen. Wir two-shotten den, oder? Den da? Ja, wir würden den two-shotten. Wir können tanken. Wir haben noch genug Grassy Terrain, deswegen. Was das? Sludge Bomb. Okay. Ja. It wished. It wished, genau. No. Warte mal. Sehr klar. Dann drücken wir jetzt nochmal Sludge Bomb. Warte mal. Wir haben gewonnen. Ah ne. Hennen, der Protect ist jetzt. Acted, ne? Was bist du dumm? Acted jetzt. Wenn wir hier raus auf Boko oder auf. Boko lebt, oder? Boko lebt. Weil killt Coco. Boko killt nicht. Coco killt ihn nicht? Hier. Nendo killt. Lando killt. Lando killt. Wie viel macht Lando? Warte, nee, wir sind Grassy Terrain. Wir können auch Fly drücken, oder? Richtig, ja, wir können einfach Fly drücken. Fly dürfte... Wir können noch Fly? Die können sich halt auf Full Life verheilen wieder mit Fly. Scheiße, die können einfach... wenn wir Fly drücken jetzt... Stimmt, die können ja Fly einfach protecten. Ja, nee. Das geht nicht. Müssen eigentlich jetzt hier... Ist hier Defog drücken, nein, der Play? Nein, weil dann drücken die hier, Bell. Dann ist das Ding nicht mehr getoxicked. Rilla. Oh.
Poison, ja, true. Dann ist Rilla nicht mehr getoxic, da müssen wir... Wir müssen eigentlich... Nein, dann kommt Ace wieder rein, dann kommt Ace wieder rein. Aber dann durch der Grassy Glide. Und durch der Grassy Glide. Weil Ace kommt dann auf Tiss rein. Vielleicht. Nee, weil die werden dann, sobald der Toxic weg ist, einfach Rilla hochwischen und dann... Wir sollten hier einfach Sludge Bomb spammen, glaube ich. Actually. Ich finde Sludge Bomb spammen hier das Beste. Wir müssen sein, ja. Wir critten einfach dann irgendwann. Irgendwann müssen wir critten. Das ist leider so. Ja? Aber warte, drücken wir jetzt Sludge Bomb? Ja, genau. Probably ja, weil falls die irgendwie Moonblast drücken oder so. Also falls die dumm sind. Das heißt, wir drücken jetzt wieder Sludge Bomb. Ja? Was sollen die machen? Kann nicht drücken. Die können jetzt hier Heal-Bell drücken, aber dann wird Rilla halt trotzdem getoxt. Dann sind die aber nicht mehr getoxt. Das wäre für die besser. Und es kann sein, dass Sludge Bomb die auch einfach wieder poison, ne? Ja. Wegen Sludge Bomb. Heal-Bell, nein, die können nicht Heal-Bell drücken. Die drücken hier ruhig auf jeden Fall. Ja. Wir Sludge Bomben sie jetzt einfach zu Tode. Müssen wir. Mhm. Hätte Coco die nicht in dem Turn killen können? Right now? Coco macht nicht genug Schaden. Letzte. Der Mensch macht Coco nicht. Der macht unter 50. War die Spätze fürs. Deswegen. Ace macht halt genug. Es ist nicht gewonnen, das Game, ne? Also, ja. Skuntang ist absolut am Smurfen. Aber absolut nicht gewonnen, das Game. Das bekommt halt jetzt nicht mehr hier, ne? Seit jetzt gut. Der Dings. Ding, ich glaube, wir gewinnen das jetzt, weil der Dings weg ist. Das kann gut sein, ja. Sludge oder? Bomb. Kriegen jetzt 13 plus 4, ich glaube, die kriegen mehr als 50 jetzt, oder? Oder wie viel macht Sludge Bomb? Ich glaube, es geht. Wir critten irgendwann, wir müssen halt irgendwann critten. Ich glaube, mit 16 ist die wahrscheinlich, dass wir critten halt recht hoch. Zwischen 7%, 13. Hacken. Wir machen den halt. Ich weiß nicht, ob hier gerade. Das ist ein PP-Store, ne? Weiß. Ich glaube, sie gewinnen den. Wenn sie jetzt hier wishen, gehen sie ja full life. Ne? Wenn wir jetzt hier defoggen und versuchen. Nicht defoggen, was? Nicht defoggen. Was wollen wir machen? Jetzt nicht! Möglicherweise auf. Wir drücken auf den Wish immer Sludge. Okay. Machen wir. 3, 2, 1, go. Der war gut, das war eine High Roll. Auf den Protect können wir uns überlegen, ob wir jetzt etwas anderes als Sludge Bomb drücken. Wollen wir auf Dorges gehen und versuchen Ace hochzu? Ace kann man nicht mehr hochwischen, dafür müssen wir erst die Fog drücken. Ja, Boko hochwischen. Wir können halt jetzt, nee. Machen halt sich immer plus gerade, wir hätten früher rauswechseln. Müssen, glaube ich, auf Lando gehen und EQ spammen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können hier. Jetzt? Ja, obwohl, nee, warte, nach Rocks glaube ich, dass sie uns mit einem Moonblast killen. Obwohl, wenn sie das tun, können das wir. Ist ja egal. Ja, das ist egal. Das heißt, wir gehen jetzt auf Lando. Ja, wollen wir jetzt. Ich glaube schon. Mach das. Wenn sie jetzt Moonblast drücken. Fällt. Drücken EQ. Weil der Crest Terrain ist nicht mehr da. Ne? Hm? Warte mal, drücken wir U-Turn? Nein. Fall, wie viel kriegt Rilla? Wenn Rilla reinkommt, zacken wir das Ding einfach, aber dann kriegt halt Aromatis wieder zwei Sludge Bombs. Weil wir dann einfach, wenn das Ding tot ist und Rilla einen Kill kassiert hat, Skuntank, ne? Und zwei Sludge Bombs killen, glaube ich, oder? Ja, müssten. Dadurch, dass sie, obwohl der Crest Terrain ist wieder da. True. Wollen wir hier auf? Nein, wir können nicht auf Fly gehen. Earthquake? EQ oder U-Turn? Wie viel nimmt Rilla eigentlich von EQ? Tabu. 12%. 12? Ja. U-Turn ist vielleicht der Play, oder? Macht nur 12% auf den aber. Auf was wollen wir wechseln? Lass jetzt hier Wish drückt. Fuck, das ist ein 50-50. Wir haben absolut noch nicht gewonnen, oder? Nee, noch nicht.
Wir müssen versuchen, Wish und Wish auszustallen, oder? Eigentlich schon. Also wir gehen jetzt auf EQ. Wenn auf EQ Rocks gehen. Immer. Oder wir was gehen auf Fly. Als Log ist? Ja, genau. Das macht dem nicht. Ich mach dir auf Rilla. Der wird gewonnen, ich hatte von dem Grassy Glide, glaube ich. Wie viel macht der auf Rilla, damit die nicht switchen kann? Damit sie nicht switchen können. 44. Bis 2. 44 macht er auf Rilla. Ja. Flawless. Ja. Ist U-Turn into Flawless? I don't know, weil wenn sie jetzt hier Wish Protect drücken, dann kommt halt mit Flawless die ganze Zeit was drücken. Und wir sind getoxic, das heißt, wir verlieren das irgendwann. Ja, aber es geht darum, deren Wish zu stallen. Ja. Sobald die keine Wishes mehr haben, aber ich gewinne halt. Weil wir jetzt einmal EQ. Wenn wir jetzt hier EQ drücken. Und dann. Rilla reinkommen. Können wir dann nicht. Erstmal Ace hacken? Weil dann lockt er sich ja auf einen Move. Ja. Ich weiß nicht. Entweder. Sag jetzt du. Wir können auch hier auf. Also. Entweder, glaube ich, gehen wir auf U-Turn oder Fly. Weil, wenn sich hier, wir können ja jetzt halt Wish stallen, indem wir auf Fly gehen, ne? Das wir niemals. Warum niemals nicht? Warum? Ganz kurz, die drücken Wish, die drücken jetzt Wish, wir drücken Protect, wir haben einen Wish gestallt mit nur einem einzigen Fly. Wenn sie jetzt, wenn wir Wish Fly drücken und sie jetzt auf Rilla gehen, kassiert eines der beiden Monster Fly ab. True, Rilla kann ich Fly leben, oder? Rilla ist immer tot bei Fly. Rilla ist immer tot, wir drücken Fly. Ich glaube, Fly ist hier der Play. Kann sein, ja. Soll ich? Oh, sie haben noch nicht überlegt. Sie haben überlegen noch. Überlegen sie, warum wir. Wissen noch nicht, dass wir den Power-Up. Also, sie wissen ja, wir den Power-Up hatten. Sie wissen aber nicht, dass wir vielleicht. Vielleicht. Auch dann wissen, dass wir frei haben. Ah, aber. Oh, jetzt. Das ist richtig gut. Das ist huge. Weil die jetzt auf Aromatis drücken müssen. Ja. Dann können wir. Und wenn die auf Aromatis gehen, gehen wir immer auf EQ, weil wenn dann Rillaboom kommt und ist dann Rillaboom diesmal zu low. Also, Aromatis und Rilla sind jetzt. Killt hier Fly? Fly killt, glaube ich, nicht auf Aromatis, oder? Weiß es halt aber nicht. Auf Rilla killt ja, klar, das, oder? Ja, klar, das killt. Okay. Bam. 45, okay. EQ killt hier, glaube ich. Ja, EQ killt. Nein. Doch, EQ killt. Nein. Ey, was denn jetzt? Nein. Ich erklär dir jetzt kurz den Abend. Ja, aber EQ. EQ. Wir drücken hier U-Turn. Dann drücken sie Wish, ne? Ja. Drücken wir nicht nochmal Fly? Wir haben nochmal Fly und stallen jetzt die Wishes aus. Ding ist halt, die heilen sich jetzt wieder full life. Ne? Ja, das ist ja fein. Okay. Wir haben ja super viele Fly-Business. Ja, deswegen, wir drücken Fly einfach. Yes. Okay. Glaub ja. Wish. Wir stallen in Grassy Terrain aus. Eigentlich. Ja, auch das, auch das. Protect. Stallen die Wishes aus. Ja. Sorry, Jungs. Wir haben noch 9 Wishes. 9. Ja, 9 und wir haben 22 Flies. Wir können jetzt die ganze Zeit Fly drücken. Also, was sollen sie machen? Wir haben mit Fly jetzt gerade gewonnen. Eigentlich. Sie müssen das Einzige, was sie machen können, dass wir missen. Darauf müssen sie hoffen. Sorry, ich war wieder ganz kurz weg. Wiederholt, was du gesagt hast. Wir haben eigentlich jetzt hier gewonnen, weil wir verbrauchen einen Fly und sie verbrauchen einen Wish und Protect. Plus, sie haben jetzt kein Grassy Terrain mehr. Bedeutet, sie kassieren immer 13%. Trotzdem so, sie sind immer auf ungefähr 87. Sie kommen immer 7%. Die Moonblasten.
Oh, das war gut. Die kenne ich. Ja, das war gut. Fuck. Oh nein. Ja, das wollte ich eben sagen. Oh fuck, daran habe ich halt nicht gedacht. Aber 8 Wishes. 8 Wishes, Logis, Wish Protect selber drücken die ganze Zeit? Oder Moonblast halt? Moonblast. Absolut. Wir haben noch, glaube ich, wie viel ist das Bombs? 9, ne? Sobald die 4 Wishes haben, sobald die 3 oder 2 Wishes haben, können wir wieder aufs Content gehen. Gewinnen. Ja. Weil er noch Fallplay killen kann. Fallplay killt auch Lila Safe, ne? Ja. Also, na, 2 Two-Hit auch beides. Hm? Leute, wir gehen jetzt eigentlich hier auf Flogges erstmal, oder? Vielleicht auch Coco? Wir können auf Coco gehen und dann einfach, boosten? Eine Runde? Possible. Wollen wir? Probieren? Oder wenn ich irgendwie. Nee, warte, das Ding ist halt. Naja, wir machen halt nicht genug Schaden mit Thunderbolt. Wir killen uns halt mit Coco selber. Ist ja kein Problem. Wir wollen ja nur Wishes rausstoren. Warte mal. Ich glaube, wir auch Wishes rausstoren. Warte, wie viel macht Foulplay auf Arrow? Ein bisschen hin. Ja. Könnten halt. Wir macht eigentlich wir könnten, das auch. Warte mal, wir könnten. Ich bin ehrlich, ne? Wir könnten Foulplay spammen. Die dürfen trotzdem nicht rauswechseln. Wenn sie uns. Ich mach Moonblast auf Scuntank. Blast auf Scuntank. Oh, das ist hier, was du. Ich glaube, das Game ist maybe lost. Ich glaube, das Game ist lost, weil wir mit Cinderace gemisst haben. Ich glaube nicht. Ich guck gerade mit Coco. Möglicherweise ist das, ja, Coco ist halt. So. Coco, das ist halt voll spät, Steph, das nervt mich. Coco muss jetzt reinkommen und Wishes versuchen irgendwie zu stallen. Aber wie, das bringt sich selber um. Das heißt, wir müssen eigentlich immer auf den Protect roosten. Also wir drücken eigentlich jetzt Thunderbolt Roost. Ja, wir drücken Thunderbolt Roost. Ja, möglich. Wir drücken immer Thunderbolt Roost abwechselnd. Das Problem ist, wenn die... Wie viel macht T-Bolt? Wir sind schneller, deswegen. Also T-Bolt macht... Ja, wie viel macht T-Bolt? Leider maximal 42 bis 50. Würde Two-Hitten jetzt hier. 50. Das heißt, wir drücken jetzt eigentlich T-Bolt... Guck mal. 50 bis 50. Das Problem ist... Danach? Skuntank danach macht 28 bis 33. Ist es möglich, dass wir die. Also, ich glaube, dann können die nicht wishen, weil es möglich ist, dass wir die killen. Bei Max Roads. So. Du musst Poison Value mit reinrechnen. Und ja, warte, stimmt. 13. Ich glaube, wir könnten es so machen. Erstmal Coco und einmal Thunderbolt. Ich glaube, wir machen Thunderbolt und T-Bolt Roost abwechselnd drücken. Ich glaube, so können wir das gewinnen. Tatsächlich. Ja, okay. Wie viel machen die uns? Wir können, wenn wir Max Roads hitten, machen wir uns den über 50%, deswegen. Ja. Okay, wollen wir? Yeah. Wir können natürlich jetzt auch. Können natürlich jetzt. Nein, wenn sie Moonblasten, ist halt bad für die, aber. Thunderbolt. Also, die killen uns hier, oder? Die würden uns hier killen, wenn sie Moonblasten, ja. Könnten halt jetzt hier auch ohne Life-Off-Chip? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn sie jetzt hier auf Rilla rausgehen. Verlieren den Grassy Terrain, machen weniger Schaden, aber machen 33-39% Rilla-Boom. 33-39%. Der muss Kokos haben. Ja, wollen wir Thunderbolt drücken einfach? Ich glaube, ja. Das Ding ist, wenn die jetzt auf Rilla rauswechseln, ne? Können wir erstens, wir können Müller nicht paran zwar, aber wir könnten, hier. Dann auf. Natürlich könnten wir paran. Ja, dann müssten wir aber Flo. Nee, der ist Poison. Ja, deswegen, dann müssten wir Flo sacken, glaube ich, einfach. Nee, wir würden Ace sacken. Ace sacken oder so. Jetzt aber Thunderbolt. Ja. Okay. Ich überlege auch lange so. Ich habe ein Set gefunden, welches auf Spätstef Invest Wesen schon eingestellt ist.
Cool. Ja. Die müssen halt jetzt. Das ist jetzt hier eine 50-50. Wenn die auf Destiny Gleam gehen, dann halt Rilla sehr low. Aber auch wenn wir hier eigentlich Rilla immer sehr low. Wirklich nicht gut gehen. Er kriegt ja auch noch Poison Damage zu. Ja. Aber er heilt sich halt auch einmal bis. Drain. Und wir machen weniger Schaden. Der Terrain kommt nämlich first. Das ist eher Schaden. Viel denn. Aber wir heilen uns auch nochmal einmal hoch. Jetzt auf. Du bist jetzt auf Ace, ne? Ja, yeah, das Ding ist, wir können noch ein T-Bolt mit. Wait, wir gehen auf so 100% auf Ace. Weil, wenn, soll ich sagen, warum? Wenn Aromatis reinkommt, obwohl warte, scheiße. Das hat wieder den scheiß Crest Terrain. Egal, wir gehen hier trotzdem. Wir gehen noch. Wir removen mit Coco. Wie denn? Ja, eben. Einkommen. Ja, egal, eben. Cinderace, ne? Erstmal sacken. Ja, aber dann können wir es. Weil. Guck mal, wenn sie jetzt nicht auf Aromatis rauswechseln, kommen wir mit Skuntank rein. Wenn die angreift, ist es sehr gut für uns. Wenn sie nicht rauswechseln, gehen wir auf Skuntank. Wenn sie. Und dann müssen wir halt. Und übrigens. Können wir mit Skuntank einfach dann. Das Gute ist jetzt, sie sind nicht mehr in der Range, um Flawless zu überleben mit dem Müller. Was? Ja. Genau. Es ist gerade so intens. Warum ist es, du musst schreiben, warum ist es intens? Crazy. Wir haben drin. Hey, Horse. Ja. Sie haben High Horsepower gezeigt. Und sie haben Chip kassiert. Ja, genau. Das was machen wir jetzt? Und danke, ne? Oder warte mal, wir können. Nein. Wait. In Coco. Warum gehen wir in Coco? Oh, warte, der heilt sich nicht hoch und der verliert. Meinst wegen Toys damit? Aber dann haben wir nichts mehr, was Things breakt, ne? Aromatis. Romantis müssen wir nicht breaken, Romantis müssen wir stallen. Ja, aber. Einzige Möglichkeit zu gewinnen, Romantis stallen. Wird jetzt hier vielleicht sogar Flog? Ja, aber ganz kurz. Wenn er Flog ist, killt. Ne, also, das Ding ist halt, ist der auf High Horsepower gelockt? Die müssen rausgehen. Die müssen rausgehen. Ich glaube, die können gar nicht. Nein, die dürfen gar nicht drin bleiben. Das heißt, die gehen jetzt hier auf Flog, ist oder nicht? Es ist möglich, dass wir hier mit Skuntank Coco killen. Also wird's jetzt hier auf Skuntank und dann Coco. Oder mit Coco Skuntank. Coco gehen? Warte mal, Coco, sie müssen raus. Stimmt. Ja, Coco, T-Bolt. Stimmt. Die haben jetzt kein Terrain mehr. Ja. Wir können kein Glassy Glide drücken. Und sie sind langsam als hier. Ja. High ausgedrückt. Beziehungsweise, warte, fuck. Kannst dich killen. Nein. Warum? Ja, ich weiß. Also, ja, du willst dann Skuntank, ne? Thunderbolt. Richtig? Ja. Yeah. T-Bolt drücken und schauen, was sie tun. Okay. Okay. Nehmen wir. Ich glaube, wir gewinnen. Ja, weil wir gehen jetzt einfach auf Floorgas und drücken die ganze Zeit Moonblast. Oder nicht? Wir können es resetten. Oh, ich glaube, wir haben verloren. Also, wieso haben wir verloren? Ich glaube nicht, wir kriegen die 8 Wishes weg. Das sind 16 Turns, für die wir überleben müssen. Wir haben 9 Stat-Bombs. Wir können doch ins Skuntank wechseln. Ist doch alles gut. Willst du jetzt ins Skuntank? Nein, ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Skuntank. Ich weiß nicht. Wir müssen das Mensch. Die kann jetzt einfach for free healbellen. Ja, dann toxen wir die. Ah, okay, stimmt. Lass mal in Flawless gehen. Die weiß noch gar nicht, dass wir toxisch haben. Lass uns Flawless gehen. Und ja. Wenn die Healbell drückt, wo ich nicht weiß, ob sie das tut. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Glaube nicht. Wir gehen auf Moonblast erstmal, ne? Oh. Ja, wir sind schneller als die, oder? Ja. Wir drücken Moonblast. Wir müssen uns leider regelmäßig heilen. Wir müssen. Es
ist super intensiv. Wie viel Schaden machen die mit einem Dings? Was auf Flogger ist. 18 bis 21. Wie viel Schaden machen wir denen? Mundas. 22. Hier, Bell kommt. Oh, fuck. Es ist so gut. Es ist okay, wir können toxen. Ja, ja. Warte mal, die haben jetzt den, die müssen jetzt immer eine Runde Toxic verschwenden, für Toxic verschwenden. Ja, aber warte mal, ist das nicht losing für uns? Nee, wenn sie jetzt hier wishen, dann kriegen sie 2 Toxic Runden. Mindestens. Also sie Heal Bellen. Ja, sie können halt immer Wish Heal Bell drücken. Dann ja. Stormen wir aber den Wish weg. Ja. Aber wir können nicht die ganze Toxic drücken, weil wir ja selber getoxt sind. Das Problem ist ja genau, das ist das Problem. Wir sind selber getoxic. Vielleicht. Sie haben uns angegriffen. Ja, sie haben uns angegriffen. Dann müssen wir jetzt hier wischen. Hier wischen. Wish kommt vor Toxic, oder? Drücken Hebel. Okay, warte. Das heißt. Gut für uns. Scheiße. Wir müssen Toxic. Wir müssen Toxic. Wir müssen Toxic. Wir müssen Tacken. Wir müssen. Ja, wir müssen jetzt auf den Crit hoppen. Ich glaube, wir verlieren jetzt. Ja, wir verlieren. Das Ding überlebt. Kommt drauf an, ob Skun Tank gewinnt. Ja. Wish. Wish. Nice. So gut. Wir sind. Wollen wir rausgehen? Die könnte jetzt einfach Moonblast drücken. Half-Life schon. Ich muss sterben vorher. Brockes okay. Muss vorher sterben. Dann, was machen wir? Moonblast auf Special Attack Drop hoffen. Ja. Safe. 100%. Bitte, das wäre so ausgleichende Rechtigkeit. Für den Pyroball-Miss, für den Pyroball-Miss, für den Anfangs Moonblast. Für den Moonblast-Drop, für den Moonblast-Drop ja. Auch. Am Anfang kam einer. Das Aroma. Bitte komm. No. Aber wir sterben. Sterben wir? Sind wir tot? Ja. Okay. Bedeutet, we must crit now. Ne? Wir müssen jetzt retten. Mit 9 Slutbombs. 8 nur noch. Wir können halt auch Slutbomb Protect immer machen, wenn die hier, wenn die Wish drücken. Weil wenn sie uns dann angreifen in dem anderen Turn. Ja. Ich mach was, okay? Wir müssen erst das Slutbomb machen. Außer wir zitten halt jetzt mit Slutbomb, ja. Ich glaube, jetzt ist immer der Play Slutbomb, oder? Ich ja. Hab keinen anderen Play. Genau. Wir haben halt 1 Slutbomb mehr als die Wishes. Was nicht genug ist, weil wenn wir jetzt Poison bekommen, wäre das sick. Wir brauchen die Poison. Mhm. Ganz dringend. Ja, dann haben wir einen. Wir brauchen ganz dringend jetzt eine 30% Poison. Ja. Und Crit vielleicht auch noch. Ja, das. Da ist der Poison. Okay. Fuck, natürlich. Actually, wir haben jetzt verloren dadurch, oder? Thanks. Wir müssen Slutbomb drücken und hoffen, dass wir kritten. Was? Wir müssen hoffen, dass wir kritten. Ja. Game ist leider over. Nee, noch? Wollen wir selber tacken? Oder wollen wir jetzt Slutbomb falls jetzt angreifen? Eigentlich Bomben, oder? Wir müssen auf Crit hoffen. Ja, das Bomben. Wir sagen nicht mal sorry. Bisschen salty. Das salty. Was Bomb. Wie viel machen wir mit Crit? Crit macht genug, glaube ich. Sehr viel, weil Crit ignoriert den Drop. War das nicht so? Ja, genau. Das ist ja das Ding. Machen wir 42 bis. Okay. Ich glaube, es sind unentschieden. Wir sollten. Wir können die nicht. Die kennen uns hier. Wir können jetzt hier taggen, falls sie Wish drücken. Protect wir uns nicht? Ja. Ist nicht Protect der Play? Jetzt. Killen die uns safe jetzt? Nee, jetzt ist es. Können sie mit einer Minroy nicht killen. Jetzt könnten wir killen mit einem Crit. Drücken Starsbomb. Ja. Let's go. Komm.
Habe ich schon gedrückt? Halt gepoisoned, wenn wir halt jetzt hier critten, ist nur unentschieden. Nein, das ist nicht. Wenn Doch. Wir jetzt critten, haben wir gewonnen. Nee, weil wir eine Max-Brown haben. Oh, eine Max-Brown. Okay. Wischen. Wisch. Ist gut. Okay. Wir jetzt hier Protect. Einfach damit wir Statsbums aufsparen. Oder drücken wir Foul Play einfach. Mhm. Und auch Defog jetzt drücken. Einfach so. Also, nein. Protect ist immer der richtige Play. Ist es Starch Bomb oder Protect? Okay, wir drücken Protect. Selber Protect. Gut. In den Protect wäre immer der richtige Play, glaube ich. Jo, wir müssen jetzt hier noch wie mal... Wie viel machen wir mit dem Crit? 42 bis 50. 42 bis 50. Wir müssen jetzt hier eigentlich... Ey, wir sind in einer besseren Position. Können wir bitte den Crit bekommen? Wir müssen protecten wieder. Ja. Wir haben nur noch einen Slashbomb, ne? Einen noch? Ja. Haben wir nicht noch zwei? Wir haben einen. Basic over. Ne, zwei haben wir. Wir müssen jetzt critten. Okay, over. Wir greifen uns an. Ich will. Wir können critten. Bitte. Please. Warte. Warte, warte. Crit killt halt. Weiß ich, Aftermath macht das genug. Können wir jetzt bitte einfach Slash Bomb drücken? Wie viel HP haben wir? 400. 109. Bitte, wir müssen Slash Bomb einfach drücken. Wir müssen jetzt, letzten. Okay. Ich glaube ja. Warte, wenn wir jetzt Slash Bomb drücken ja. Und die uns killen, ja. Ist ein Unentschieden, oder? Ich glaube. Wischen. Scheiße! Ah, sie gehen auf safe. Alles gut. Kann ich verstehen. Es ist so! Wir hätten, glaube ich, legit gewonnen! Ah, ich gehe auf Vollplay einfach jetzt. Ah, GG, eher unlucky. Protect? Protect. Aftermath. Kam oder wie? Jetzt gerade auch. Wir haben nochmal gewischt. Machen wir. Aftermath geht hier nicht. Ja. Wir gehen auf den Double Protect. Schade. Ist. Es ist so unlucky. Ich kann nicht, ich muss keine. So, ich mache nämlich aber noch eine Abmod. Ja? Da? Ja, ich bin ziemlich mad gerade. Ah, sehr, sehr unlucky. Aber okay. Naja. So, Das war's mit DPL Season 4, Spieltag 1 gegen Benny. Robin hat immer noch sein kein Win gegen Benny, weil ein Aromatis zu strong war. Leider. Dieses Mon ist einfach zu geil. Geil. Mann, es ist sehr bitter, aber wir haben ein verdammt gutes Match gespielt. Jetzt, ohne halt wirklich den Pyro Ball Miss hätten wir halt gewonnen, weil Cinderace healthy genug wäre, um... Ja. Gegen Aromatis reinzukommen und hätte es dann ab einer bestimmten Prozentchance geht. Ne, immer. Ja. Wir hätten vielleicht sehr early Defog wegmachen müssen. Bin ich ehrlich, weil dann wäre auch der Grassy Terrain weggegangen. Und dann hätte das Ding zwar Heal-Play gedrückt, und, aber wir hatten halt noch Toxic insgesamt und den Race hätte reinkommen können. Ja, ich weiß, aber. It's hard unlucky, but wir müssen halt so. Jetzt ich glaube, wir haben legit. Ich glaube, die beiden Crits haben nicht gemattert, oder? Beide Crits haben... Nee, niemals. Beide Crits haben... Die 30% schon. Weil wir... Haben die 30% gemattert? Ja, weil wir damit auf einer safe Kill Range für Tarantium waren. Mit Ace. Also es war trotzdem noch eine Min-Roll, ne? Also ja, aber der hat nicht so sehr gemattert wie der Miss of Ace. Nochmal, ne? Ja. Oder der Drop gerade. Ja, der Drop gerade war halt auch hart unlucky.
Ja, das war's mit dem Spieltag. Wir hören uns nächste Woche bei Spieltag 2 oder vielleicht schon ein bisschen früher zu einem anderen Video oder zu der Kadervorstellung, falls wir eine kleine machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Lasst Like und Abo da. Wir machen eine kürzere Antwort heute. Die weitere Antwort, es ist nämlich sehr spät. Die größere, die größte Abmord von Robin kriegt ihr ab Spieltag 2. Bitteschön. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.